Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Kapitel 1 von Aladdin, die Wunderlampe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Kapitel 1. Kommt, Kinder, fasst mich bei der Hand. Ich führe euch in das Morgenland und in sein Märchenparadies auf einem wohlbekannten Pfade. Vor langen, langen Jahren wies in die berühmte Scheherazade, dem argen Sultan Scheherban, so daß der greuliche Tyrann, weil ihre Kunst in bunten Bildern ihm eine Zauberwelt zu schildern unwiderstehlich ihn berauschte, vergessend Speis und Trank und Ruh, ihr volle tausend Nächte lauschte und eine weitere noch dazu. Von jenen köstlichen Geschichten, mit denen sie sein Ohr betört, will ich euch eine nun berichten. Seid also Mucksmäuschen still und hört. In einer Hauptstadt fern im Osten, sofern das nur mit viel Gefahr und ungeheuren Reisekosten man ihr zu nahen imstande war, jedoch so reich an Herrlichkeiten, dass niemand ihresgleichen sah. Dort lebte vor geraumen Zeiten ein Bürger namens Mustafa mit seiner Frau und seinem Sohn. Sein Bruder warb er sich als Schneider, sein Handwerk aber trug ihm leider trotz allem Fleiß nur mageren Lohn und knapp war drum bemessen das Mittag wie das Abendessen. Den Sohn, man hieß ihn Aladdin, konnte nur mangelhaft erziehen. So war das dem ein rechter Flegel, der gut tat, nur so lang er schlief, der schon frühmorgens in der Regel barfüßig auf die Gasse lief, sich dort herumtrieb nach Belieben mit anderen kleinen Tagedieben und, bis ihm durch ihr Herr von Sternen den Heimweg zeigen ließ die Nacht, auf jeden Unfug war bedacht, sich aber sträubte, was zu lernen. Der Vater hieb den Arm sich lahm, sah schließlich ein, mit solchem Rangen sei nichts Gescheites anzufangen und wurde krank und starb vor Gram. Der Bursch, schon 15 Jahre alt, groß, schlank, fast männlich von Gestalt, statt auf die Hosen sich zu setzen, für seine Mutter Unterhalt, fuhr fort auf öffentlichen Plätzen, herumzulungern ohne Ziel und seine Tage zu vergeuden in rohen Müßiggängerfreuden, in plumpem Spaß und wildem Spiel. Einst, als er in gewohnter Art sich raufte mit der Gassenjugend, merkte, dass eifrig nach ihm lugend ein fremder Mann mit schwarzem Bart und afrikanischen Gewändern im Schein beim Vorüberschlendern sich näherte, der Fremde blieb, dicht vor ihm stehen und sprach vergib, mein junger Freund, und lass mich wissen, wer ist dein Vater? Aladdin, versetzte, schon längst hat ihn des Todes rauhe Hand entrissen. Im Leben hieß er Mustafa. Die hellen Tränen rollten da dem Fremdling über beide Wangen. O Glück, dass ich, mein Sohn, dich treffe, sprach er mit zärtlichem Umfangen. Du bist ja mein geliebter Neffe, dein Vater war mein Bruderherz. Ich aber bin ununterbrochen schon auf der Reise 100 Wochen, um ihn zu sehen. Drum hat der Schmerz mich bei der Nachricht übermannt von seinem traurigen Geschicke. Habe ich doch gleich beim ersten Blicke dich an der Ähnlichkeit erkannt. Drauf ließ er ihm die Mutter grüßen und zog ein Beutelchen heraus und gab ihm Geld. Auf raschen Füßen lief Aladdin vergnügt nach Haus, um seiner Mutter klipp und klar den ganzen Handel zu erzählen. Die Mutter konnte ihm nicht verhehlen, wie sehr sie darob verwundert war, mit rechten Dingen kaum geschah's. Wo war der Oheim hergekommen, dass sie doch nie zuvor vernommen von dem Bruder Mustafas. Doch weil das Geld gar lustig klang, zerbrach sie sich den Kopf nicht lang. Und abends wollten beide grad von ihrem kargen Mahle naschen, als jener Mann mit vollen Flaschen und Früchten in die Stube trat, um selber sich zum Gast zu laden. Von Rührung überwältigt schier blickte er sich um, als wollte er hier von neuem sich in Tränen baden, und sagte, teure Schwägerin, wohl 40 Jahre flossen hin, seit ich dies Heimatland verlassen, um in der Fremde Fuß zu fassen und dem erträumten Glücke nach den halben Erdkreis zu durchstreifen. Es lässt sich also gut begreifen, dass nie mein Bruder von mir sprach. Nun aber endlich heimgekehrt und trostlos, weil an seinem Herd ich ihn lebendig nicht mehr finde, den sehnsuchtsvoll ich suchte, nun will ich wenigstens seinem Kinde, was ich vermag, zuliebe tun. Zu Aladdin gewandt hierbei, begann der Freundlich ihn zu fragen, in welchem Handwerk er beschlagen und welcher Zunft beflissen sei. Der Bursche schwieg verlegen still, die Mutter sprach betrübt, kein Handwerk hat er je geübt, weil er durchaus keines lernen will, da hilft kein Warnen und kein Schelten. Ich glaube wahrlich, nur noch selten, dass es einen solchen Faulpelz gab. Er bringt mich an den Bettelstab. Und nächstens weiß ich ihm die Türe. Sein Vater würde sich im Grab
und drehen, wenn er davon erführe. Der Fremdling mahnte drauf den Jungen im milden väterlichen Ton: Das ist nicht wohlgetan, mein Sohn. Doch treibt man etwas nur gezwungen, dann wird es leicht vergällt. Berufe gibt es viel auf Erden, du musst nicht grad ein Schneider werden. Und wenn kein Handwerk dir gefällt, so will ich gerne mich verpflichten, im feinsten städtischen Basare dir einen Laden einzurichten. Mit Linnenzeug, mit Seidenware, kostbaren Teppichen und Stoffen, so dass Gewinn und neuer Kauf dir Wohlstand bringt, gesteh mir offen. Wie nimmst du diesen Vorschlag auf? Der Schlingel, ohne lang zu schwanken, erklärte schmunzelnd sich bereit. Die Mutter schwamm in Seligkeit, hieß ihn tausendmal bedanken und zweifelte nicht länger dran. Der unbekannte Biedermann, der gleich ein ganzes Warenlager dem Sohn zu schenken sich erbot, sei niemand anderes als ihr Schwager. Am nächsten Tag ums Morgenrot erschien der neue Oheim wieder, nahm seinen lieben Neffen mit, ging mit ihm zur Seite Schritt für Schritt in den Basaren auf und nieder, hielt an vor einem Kleiderstand und bat ihm aus dem dichten Schwalle sich auszusuchen ein Gewand, das ihm besonders gut gefalle. Freigebig kaufte ihm dazu noch Turban, Gürtel, Strümpf und Schuh, bis von dem Scheitel zu den Zehen einem Prinzen glich. Du sollst nun alle Tage mich begleiten beim Spazierengehen, sprach sein Beschützer großmutvoll, den freien Blick und Welterfahrung braucht, wer ein Kaufmann werden soll. Dem Geist wird mühelos die Nahrung geboten, die er bedarf, wenn klar das Auge sieht und scharf. Einsaugen wirst auf unseren Gängen die Bildung du wie Luft und Licht und läufst bei solchem Unterricht niemals Gefahr, dich anzustrengen. Gesagt, getan, sie gingen beide von jetzt ab täglich durch die Stadt, und Aladdin in neuem Kleide, stolz wie ein Pfau, ward nimmer satt, sich wissbegierig anzusehen, was ihm sein guter Oheim zeigte. Sie wandelten durch weit verzweigte Gewölbe, Hallen und Moscheen, betrachteten im schönsten Laden der Straßen emsiges Gewühl, die Brunnen daraus erquicke kühl, das Wasser schoss in Silberfäden, von hohen Palmen überschattet, und drangen durch ein Gittertor, wo freier Zutritt war gestattet, zum Prachtpalast des Sultans vor. Auch pilgerten sie manchen Tag, die Glieder doppelt rüstig regend, hinaus in die begrünte Gegend, bis fern die Stadt im Rücken lag, und zu den Gärten sie gelangten, drin im üppigen Gerank die wundersamsten Blumen prangten, im Spiel von Teichen spiegelblank. Ende von Kapitel 1, gelesen von Ellie, September 2011. Kapitel 2 von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem auf solchen Wanderungen manch reizend Flecken sich dem Jungen erschlossen, führte sein Begleiter auf nie zuvor betretenem Pfad in eines Morgens weit und weiter, aufwärts und abwärts, krumm und grad. Bald war kein menschlich Wesen rings und auch kein Haus mehr zu entdecken. Doch unaufhaltsam weiter ging's, schon türmte hinter öden Strecken sich des Gebirges steile Mauer, das Tal von Felsen eingezwängt, ward allgemach zur Schlucht verengt, und endlich von des Marsches Dauer erschöpft hätte Aladdin sich gerne zur Rückkehr wieder umgewandt. Sein Oheim aber sprach: Halt, stand, ist unser Ziel doch nicht mehr ferne, noch ein paar Schritte durch das Tal, was ich sodann dir zeigen werde, das wirst auf der gesamten Erde du nicht erspähen zum zweiten Mal. So setzten ihren Weg sie fort und kamen bis zu einem Ort, den riesenhafte Felsenwälle allseitig scheinen zu verrammeln. Der Oheim rief: Wir sind zur Stelle. Er hieß ihn trockenes Reisig sammeln, schlug Feuer, das bald lustig sprühte, warf Räucherwerk aus einer Tüte hinein und murmelte dann leise, sobald sich Qualm und Schwefelduft verbreiten in dichtem Kreise, seltsame Formeln in die Luft. Da gab's ein Krachen und ein Beben, als stürzten Erd und Himmel ein, zutage trat ein Quaterstein, und in der Mitte dran zum Heben ein Ring aus Eisen. Aladdin, von Angst geschüttelt, wollte fliehen. Der Oheim aber hieb sogleich bei einem solchen Backenstreich, dass ihm der Kopf geriet ins Wackeln, und sprach: Mein Sohn, ich bin dir jetzt als zweiter Vater vorgesetzt. Kein Sträuben duld ich und kein Fackeln. Gehorch mir, und du wirst erproben, wie sehr sich's frömmt. An diesem Platz liegt ein für dich bestimmter Schatz, der, wenn du glücklich ihn gehoben, dich reicher macht als alle Reichen der ganzen Welt. Den Quaterstein darf niemand außer dir allein berühren, dir nur wird er weichen. Und richtig, als nach bangem Säumen der Bursch am Eisenringe zog, konnte er den Stein beiseite räumen, obwohl er 100 Zentner wog, und er gewahrte drunter Stufen nebst einer Tür. In diesen Schacht zu steigen bist nur du berufen, begann der Oheim, drum gib Acht auf alles, was ich nun dafür zu deinem Schutze dir anempfehle. Geöffnet findest du die Tür, sie führt in drei gewölbte Säle, in jedem stehen vier große Becken voll Gold und Silber, doch lass ab,
die Hand nach ihnen auszustrecken. Schürze auch den Kleid und gürt es knapp, denn streift es irgendwo die Wände, so musst du deinen Tod erwarten. An jenes dritten Saales Ende wird auftun sich dir ein Garten, bepflanzt mit Bäumen mannigfalt, in jeder voll mit Frucht behangen. Geh nur geradeaus, dann wirst du bald zu einer Treppe hingelangen. Ersteige sie getrost, sie mündet auf eine stattliche Terrasse, in einer Nische angezündet, steht eine Lampe dort, die fasse. Verlösch sie, gieß die Flüssigkeit mitsamt dem Docht heraus, verhülle sie sorgsam unter deinem Kleid und bring sie mir. Wenn dich die Fülle des Gartens etwa lockt zu pflück, auf deinem Weg hierher zurück, dir von Früchten nach belieben. Und nun zu deinem eigenen Glück befolg, was ich dir vorgeschrieben. Er steckte noch für jeden Fall in einem Ring an seinen Finger, der werde sich als Hilfebringer bewähren stets und überall. So stieg denn Aladdin hinunter, die Seele fand erlaubt Bericht, berührte deren Wände nicht, kam in den Garten eltemunter, hinan die Treppen zur Terrasse, sah Nische und Lampe dort, für streng nach Geheiß, damit er nur vom Auftrag keinen Punkt verpasse, und kehrte, nun er unterm Kleide die Lampe sicher hielt verwahrt, zum Garten um, o Augenweide, den Früchten von verschiedener Art trug leuchtend jeder Baum zur Schau, teils hell, teils dunkel, weiß und blau, rot, gelblich, violett und grün, und allesamt im bunten Scheine durchsichtig wie von innerem Glühen, es waren lauter Edelsteine. Da flammten, funkelten und brannten Türkise, Perlen, Diamanten, Smaragd, Rubin, Saphir und Topas, von gänzlich beispiellosem Werte. Doch Aladdin, der Unbelehrte, hielt sie nur für gefärbtes Glas. Er hätte lieber von den Zweigen sich süße Trauben oder Feigen gepflückt, als Spielzeug aber war der bunte Tand ganz annehmbar. Drum nahm er sich von jeder Sorte, so viel er in die Taschen zwang, schritt die drei Säle sacht entlang und kam zurück zur Eingangspforte. Denn Oheim, der mit allen Zeichen der Ungeduld der Wache stand, bat er, zu Hilfe ihm seine Hand beim Ausstieg aus dem Schacht zu reichen. Der aber rief in grobem Befehlerton, die Lampe her, du sollst sie haben nach Begehr, sprach Aladdin, sobald ich oben. Der Oheim schrie mit steter Steigerung, die Lampe, doch voll Eigensinn blieb Aladdin bei seiner Weigerung. Wart bitte, bis ich oben bin. Des Oheims Wut ward ungeheuer, schnell goss er Räucherwerk ins Feuer, indem er eine Formel schnaubte, der Quader klappte drauf im Nu, dem Aladdin grad überm Haupte, wie eines Kastens Deckel zu. Wer wird aus diesem Oheim klug? Ein Bruder Mustafas? Behüte! Verwandtschaft, Rührung, Herzensgüte, was samt und sonder schlug und trug, ein Zauberer war's, nicht hier geboren, nein, fern in Afrika daheim, und hatte diesen Vogelleim aus gutem Grund sich auserkoren, nachdem er nämlich festgestellt, durch Zauberei, dass in der Welt es eine Wunderlampe gebe, die zu der höchsten Macht erhebe, ja, geisterfähig sei zu binden, hatte er in einem Zauberbuch, nach manch vergeblichem Versuch, den Ort entdeckt, wo sie zu finden, und so von Habgier angefacht, flugs auf die Reise sich gemacht. Doch weil ihm ein Gesetz verwehrte, selbst in das Schatzgewölb zu dringen, deswegen war vor allen Dingen einem Werkzeug auf der Fährte, das ihm dazu geeignet schien, sein Auge fiel auf Aladdin, als einen unerfahrenen Knaben. Wenn ihm die Lampe der geschafft, dann durch der Zauberformel Kraft, wollte er lebendig ihn begraben, damit er nichts davon verriete. Und nun, gescheitert war der Plan, die jahrelange Mühe vertan, statt des Gewinnes eine Niete. Vorzeitig hatte ja sein Zorn auf immerdar den Wunderborn mitsamt der Lampe zugeriegelt, und alle seine Kunst und List hätten ihn kein zweites Mal entziegelt. So mit sich selbst in argem Zwist, von Grimm gefoltert und von Scham, vermied er es, länger zu verweilen, und reiste weiter 1000 Meilen, dahin zurück, woher er kam. Ende von Kapitel 2, gelesen von Elli, Oktober 2011. Kapitel 3 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wer schildert Aladdins Entsetzen, als sich hilflos wie ein Fink in eines Vogelfängers Netzen verstrickt sah durch des Zauberers Wink. Vergebens, dass er laut und schrille nach dem vermeinten Oheim rief, mit Bleigewicht bedeckte tief in Dunkelheit und Grabestille. Vergebens, dass in Furcht und Schauer zurück durch die drei Säle trieb, der Zugang zu dem Garten blieb, verschlossen wie durch eine Mauer, und nicht imstand sich zu befreien aus diesem schrecklichen Gefängnis, fing in verzweifelter Bedrängnis er an zu weinen und zu schreien, bis endlich vor Entkräftung krank er auf dem Boden niedersank. So nicht imstand mehr sich zu regen,
lag er begehrend Speis und Trank und blickte seinem Tod entgegen. 2 Tage lang, zuletzt am 3., als er die schwachen Hände hob, um Gottes Beistand zu erbitten, da ganz von ungefähr verschob an seinem Finger sich der Ring, der vom Zauberer angesteckt war und dessen Kraft ihm noch verdeckt war. Bevor ein Augenblick verging, erhob auf einmal, fürchterlich, von Wuchs und Antlitz und Gebärde, ein Geist sich vor ihm aus der Erde und sagte, »Was begehrst du? Sprich! Denn Sklav bin ich und aller derer, die diesen Ring am Finger tragen.« Zwar fiel vor Schreck und Scheu im Zagen dem Aladdin das Sprechen schwerer als je zuvor, doch nur bedacht, auf Rettung gab er schnell dem Geist zur Antwort. »Wer du immer seist, hilf mir, sofern's in deiner Macht, aus diesem schauerlichen Orte.« Gesprochen waren kaum die Worte, da fand er sich bei Tageshelle, nachdem er einen Ruck verspürt, im Freien wieder an der Stelle, wohin der Zauberer ihn geführt. Doch zeigte sich kein Quader mehr und keine Tür zum Gruftgemäuer. Nur vom erloschenen Reisigfeuer ein Häuflein Asche lag umher. Zwar froh, jedoch zum Sterben matt und halb verhungert, suchte gierig er nach dem Heimweg in die Stadt. Zum Glück war das nicht allzu schwierig. Die Felsen halfen eng und dicht, ihm auf den schmalen Pfad gelangen, den vor 3 Tagen er begangen. Die Gärten kamen bald in Sicht, und weit schon grüßten ihn voraus die wohlbekannten Türme und Dächer. Er schleppte, schwach und immer schwächer, sich bis zu seiner Mutter Haus und schlug, sobald er es betreten, ohnmächtig in der Stube hin. Die Mutter, die von Anbeginn die Zeit mit Weinen und mit Beten verbracht und ihn zuletzt beraubt, jedweder Hoffnung tot geglaubt, war aufs eifrigste bestrebt, ihn wieder zu sich selbst zu bringen. Er aber sagte, kaum belebt, »Ach, Mutter, hol vor allen Dingen mir was zu essen her, denn fasten musste ich 3 Tage ganz und gar.« Sie gab ihm, was im Hause war, und warnt ihn, sich nicht zu überhasten, denn was man rasch hinunterwürge, das könne man nicht gut verdauen, und nur damit er verbürge, langsam und ordentlich zu kauen. Drum solle, während er bei Tisch, ihn keine Frag und Antwort quälen, er möge eher nichts erzählen, als bis er gänzlich satt und frisch. Er folgte diesem guten Rat, indem er so nur stumm beschäftigt, dem Leibeswohl Genüge tat. Aber dann, durch das Mahl gekräftigt, beschrieb im Kleinen und im Großen er nach der Reihe ganz genau, was ihm inzwischen zugestoßen. Er wies, als ihm die wackere Frau nicht wollte glauben und drauf schwor, dass er geträumt an seinem Finger den Ring und zog die bunten Dinger, die er vom Baum gepflückt hervor. Auch sie, weil nirgends noch dergleichen sie je gewahrt und stets verkehrt mit armen Leuten, nie mit Reichen, verkannte völlig deren Wert. Sie meinte zwar, dass ihr Besitzer sich an dem farbigen Geglitzer erfreuen könnte, doch dies Lob erschien dem Sohne nicht beträchtlich, weshalb er sie beinahe verächtlich in irgendeine Lade schob. Die mitgebrachte Lampe kam nicht besser weg, zu keinem Zwecke schien tauglich dieser Trödelkram, als um zu rosten in der Ecke. Zuletzt gestanden sich die zwei, die Schuld an all dem Unheil trage, des falschen Oheims Schurkerei, denn klärlich trat es nun zutage, dass Aladdin von diesem Bösen geweiht war schnödem Untergang und nur durch Zufall ihm gelang, sich lebend aus dem Garn zu lösen. Die Mutter ließ zu Schimpf und Schmach des Zauberers manchen Fluch erschallen, doch waren, noch dieweil sie sprach, dem Sohn die Augen zugefallen. Er hatte ja 2 volle Nächte vom Schlaf gemieden zugebracht, drum herrschte der schon vor der Nacht heute unbezwinglich seine Rechte. Halb zog, halb trug mit treuem Sorgen die Frau den Taumelnden zu Bett, da lag er reglos wie ein Brett und schnarchte bis zum späten Morgen. Kaum aber war er endlich wach, als auch sein Hunger wiederkehrte und nach dem Frühstück er begehrte. Doch seufzend rief die Mutter, ach, ich habe keinen Bissen Brot, denn alles, was ich noch besessen, das hast du gestern aufgegessen. Wie helfen wir uns aus der Not? Ich muss erst wieder nähen und spinnen, bevor ich was verdienen kann. Nein, Mutter, sorg dich nicht, begann der Sohn nach einigen Besinnen. Für unseren heutigen Bedarf genügt es, die Lampe zu verkaufen, die Gäste nicht beiseite warf. Ich will mit dir zum Händler laufen. Der wird gewiss mir einen Groschen dafür bezahlen oder 2. Die Mutter holte sie herbei und sprach, ihr Glanz ist längst erloschen, auch ist von Staub und Rost und Schmutze von oben sie bis unten voll. Wenn sie der Händler kaufen soll, ist's ratsam, dass ich erst sie putze. So nahm sie Wasser denn und Sand. Kaum aber hatte sie zu scheuern, begonnen mit geübter Hand. Da stieg mit einer ungeheuren und grauenhaften Schreckgestalt des Zimmers ganzen Raum erfüllend, ein Geist von ihr herauf, der brüllend, mit markerschütternder Gewalt, sie anfuhr, was ist dein Begehr? Um dir zu dienen, komm ich her. Gehorchen muss ich jeder Mann, der diese Lampe hält in Händen. Allein bevor er Zeit gewann, um seine Rede zu vollenden, fiel, außer Stand sich zu bemeistern,
die Mutter um und rang nach Luft. Doch Aladdin, der in der Gruft gelernt, wie man mit solchen Geistern verfährt, ergriff die Lampe schnell und säumte nicht, ihm zu befehlen, ein gutes Frühstück schafft zur Stelle. Der Geist verschwand, nicht drei zu zählen, vermochte man, da kam er wieder mit einer großen Silberplatte und setzte sie behutsam nieder. Was irgendwann zu wünschen hatte, das bot sich drauf in Fülle dar. 12 Silberschüsseln, drin ein feines und reiches Mahl enthalten war, 12 Flaschen voll erlesenen Weines, 4 Brote von dem besten Mehl, kurzum, ein Frühstück ohne Fehl. Die Mutter lag in Ohnmacht noch, wie sich der Geist bereits empfohlen, und konnte erst langsam sich erholen, indem den würzigen Duft sie roch. Der Sohn erfasste sie beim Arm und drängte sie, den guten Speisen geziemend Ehre zu erweisen, denn ewig bleiben sie nicht warm. Sie sprach, verblüfft in höchstem Grade, woher denn dieser Überfluss? Zeigt uns der Sultan seine Gnade? Drauf Aladdin, zuerst Genuss, Erklärungen dann hintendrein und unbedenklich hierbei ein. Die Mutter, vor Erstaunen wir, betrachtete bei jeder Pause die Stadt von zwischen ihrem Schmause das schöne silberne Geschirr. Und als sie zweigesättigt lag, noch ganz genug in jeder Schüssel für diesen und den nächsten Tag. Sie fragte wieder nach dem Schlüssel zu diesem seltsamen Erlebnis, und als der Sohn ihr wahrheitstreu geschildert hatte das Begebnis, versetzte sie voll banger Scheu. Mit Geistern ist nicht gut zu scherzen, drum folg mir, wirf die Lampe fort und nimm den Druck von meinem Herzen. Nein, rief er, einen solchen Hort soll, wer ihn einmal hat, behüten. Nun ist, was ich erst nicht begriff, mir klar, des falschen Ohems Kniff, so wie der Grund von seinem Wüten. Durchaus die Lampe wollte er haben, weil sie versehnt mit Wundergaben. Und jetzt mit Recht gehört sie mir. Ich will sie bergen zwar und schützen vor unserer Nachbarn Neid und Gier. Im Notfall aber sie benützen, sie und den Ring an meiner Hand. Vertrauen darf ich meinem Glücke, weil diese Schurken arge Tücke sich so zum Guten hat gewandt. Ende von Kapitel 3, gelesen von Elli, Dezember 2011. Kapitel 4 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Einmal geht alles auf die Neige, hält man damit auch Spaß am Haus, und dass der Hunger dauernd schweige, bewirkt kein noch so fetter Schmaus. Die Schüsseln wurden also leer, und Aladdin, dem unterm Gurte bereits der Magen wieder knurrte, nahm von den 12 eine her und trug in seines Mantels Falten sie heimlich, um sie feil zu halten, zum Trödler in der nächsten Gasse. Doch als der höchst verschmitzte Kreis die Frage tat, um welchen Preis er ihm die Schüssel überlasse, gestand ihm Aladdin gar ehrlich, wie viel sie wert sei, wiss er nicht. Der alte Gauner, der begehrlich, geprüft ihr stattliches Gewicht und merkte, dass der junge Fant von seinem Schatze nichts verstand, gab ihm, damit nicht vorm Verkauf etwas noch davon erfahre, geschwind ein Goldstück für die Ware. Mit diesem flog im munterem Lauf des Vorteils froh, der immer wuchs, der Bursch zum Bäcker und zum Schlechter, dieweil ihm jener schlaue Fuchs nachsah mit leisem Hohngelächter. In solcher Art allmählich ließ 11 Schüsseln eine nach der anderen, wenn ihn die Not von neuem stieß, nichts ahnend er zum Trödler wandern. Nun kam ihm bei dem nächsten Fall zu Sinn, die Platte loszuschlagen, nur konnte die nicht selber tragen, war viel zu schwer durch ihr Metall, so bat er, weil er noch nicht klüger geworden, jenen Schelm ins Haus, und schleunig zahlte der Betrüger Goldstücker 10 dafür ihm aus. Die 12. Schüssel blieb zurück, nachdem das schöne Geld zerflossen, wollte er zum Trödler kurz entschlossen, verschleppen auch das letzte Stück. Doch mitten auf dem Wege trat ein Goldschmied freundlich ihm entgegen und sagte, nicht der Neugier wegen, frage ich, warum den gleichen Pfad ich oft mein Sohn dich wandeln sehe, hier wohnt ein Trödler in der Nähe, hast du mit dem dich eingelassen, dann sei gewandt und zieh dich vor, denn jeden haut er übers Ohr, ich will mich gern damit befassen, zu schätzen, was dir etwa feil, und nimmer wurdest du betrogen. Der Bursche hatte mittlerweil die Schüssel aus dem Kleid gezogen. Die sah der Goldschmied ohne Worte von allen Seiten lang sich an, mit Kennerblick, und fragte dann, ob er schon andere dieser Sorte veräußert hab und für wie viel. Ein Goldstück hat er mir gegeben, sprach Aladdin. Bei meinem Leben, der Spitzbub kennt nicht Maß noch Ziel, versetzte jener voll Empörung. Mein Sohn, du warst nicht auf der Hut und hast in gründlicher Betörung verschleudert ein beträchtlich Gut. Für solche Schüssel sondergleichen in Goldstück oder Ungebühr, denn 68 will dafür ich auf dem Fleck dir überreichen. Von diesem Tag an war das Darben für Sohn und Mutter abgestellt und übermalt mit Rosenfarben
schien die zuvor so graue Welt. Wenn ihre Barschaft nicht mehr langte, ließ Aladdin der Geisterlampe, ob auch der Mutter vor ihm bangte, erscheinen und gebot ihm dreist, ein neues Frühstück anzurichten. Pünktlich vollzog er seine Pflichten. Die Silberschüsseln und die Platten brachte er herauf, so oft es Zeit war, zum Goldschmied hin, der stets bereit war, den vollen Preis ihm zu erstatten. Fortan drum ward es ihnen leicht, bequem zu leben und behaglich. Doch weil es leider niemals fraglich, dass Mißgunst hinterm Glücke schleicht, und man sich hüten muß vor Neidern, vermieden sie trotz gutem Trunk und gutem Essen jeden Prunk in ihrem Haus und ihren Kleidern, und hielten hinter sicherem Schloss dadurch geheim den goldenen Bronnen, der ihnen unversiegbar floss. 4 Jahre waren so verronnen, zu einem schmucken jungen Manne vor Aladdin herangereist, grad und schlank wie eine Tanne, ein winzig Bärtchen zack geschweift, spross über seinem Lippenrand, und niemand hätte mehr den Lümmel, der einst im müßigen Getümmel die Zeit vertan, ihn ihm erkannt. Sein Blick war jetzt nicht mehr getrübt, von Trägheit, seine Geisteskräfte durch ernsten Umgang eingeübt auf die verschiedensten Geschäfte. Der Menschen treiben insgesamt, ihr Wirken, Trachten, Fürchten, Hoffen, in jedem Handwerk, jedem Amt, lag wie ein Buch nun vor ihm offen. Er hatte viel Verkehr gepflegt, in Wechselstuben, Kaufmannsläden, und sich in seinem Tun und Reden ein vornehm Wesen zugelegt. Jetzt ward ihm auch von selber kund, was einst nicht gewagt zu träumen, dass all die Früchte feurig bunt, kein farbig Glas, wie er gedacht, vielmehr die köstlichsten Juwelen. Er nahm sich aber wohl in Acht, aus Furcht, man könnte ihn drum bestehlen, es irgendjemand zu erzählen. Der Mutter selbst verschwieg er streng. Durchwandelnd eines Tags die Straßen, vernahm er ungewohntermaßen ein laut Bum-Bum und Schmetterreng. Zum Schall der Pauken und Trompeten rief öffentlich ein Herold aus, man möge schließen jedes Haus, nicht die Straßen mehr betreten. Prinzessin Bedrulbudur nämlich, des Sultans Tochter, wollte heute zum Bade gehen, und zwar bequemlich, gesichert vom Gegaff der Leute. Weil Neugier doppelt heftig lud, wenn ihr begegnet ein Verbot, ward also gleich durch dies Verfahren in Aladdin der Wunsch erweckt, die Sultanstochter unbedeckt von ihren Schleiern zu gewahren. Er schlich deshalb auf leichten Sohlen zur Tür des Bades katzenhaft und kauerte sodann verstohlen sich hinter einer Säule schafft. Er hatte noch nicht lang geharrt, als schon mit einem großen Staate von Frauen die Prinzessin nahte. Sie nahm von seiner Gegenwart nichts merkend, gänzlich unbefangen, im Vorraum ihren Schleier ab, und Aladdin 3 Schritte knapp entfernt vermochte nach Verlangen ihr Antlitz hüllenlos zu schauen. War auch die Mutter ausgenommen, bisher von unvermummten Frauen, und keine zu Gesicht gekommen, so ward mit einem Schlag ihm klar, dass diese hier die schönste war. Herab in reicher Lockenflut floss ihr kastanienbraunes Haar, auf ihre Augen dunkle Glut, ihr Blick war sittsam und voll Güte, die Wangen sanft gerundet weich, und rosarot wie Pfirsichblüte, die Lippen 2 Korallen gleich. Ihr Wuchs und Gang war ohne Tadel, und ihre liebliche Gestalt verriet den Reizen tausendfalt, Holdseligkeit vereint mit Adel. Kein Wunder drum, dass Aladdin, nachdem die Herrliche verschwunden, noch immer da wie festgebunden und wie verzaubert sich erschien. Obwohl er statt zu Stein und Erz er sich zu rühren nicht vermochte, konnte er empfinden, wie sein Herz in seiner Brust vernehmlich pochte. Sogar als er zuletzt gewaltsam sich loszureißen war gewillt, verfolgte dennoch unaufhaltsam ihn auf dem Weg nach Hause ihr Bild. Der Mutter war sein leichtes Ding, sein ganz und gar verändert Wesen gleich von der Stirn ihm abzulesen. Sie wunderte sich drob und fing, ihn auszuforschen an, warum er so zerstreut, verstört und stumm. Ob ihm vielleicht zu Kopf gestiegen, ein Streit, ein Ärger, ein Verdruss, doch er, wie eine harte Nuss, blieb unzugänglich und verschwiegen. Auch als am Abend auf dem Tisch für ihm ein braun gebrannter Hase getragen ward und in die Nase der Duft ihm drang verführerisch, schob er, der immer seinem Mann gestanden, sonst als guter Esser, hinweg die Gabel und das Messer und rührte keinen Bissen an. Da merkte sie, dass an dem Torn heute jedes Mittel war verloren, und beide schwiegen um die Wette. Er träumte wachend, seufzte tief und ging zu guter Letzt zu Bette. Doch fraglich ist es, ob er schlief. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Elli, Jänner 2012. Kapitel 5 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen drauf, am Spinnrad schon, saß die besorgte Frau voll drüber, Gedanken, trat herein ihr Sohn und setzte sich ihr gegenüber. Ach Mutter, hob er an, vergib mir mein gestriges Betragen. Verzeih mir, dass auf deine Fragen ich dir die Antwort schuldig blieb.
Doch wenn du's mir mit Recht verübelt, heute will ich offen dir gestehen, ich kann, so viel ich nachgegrübelt, nicht fassen, was mit mir geschehen. Ich bin nicht krank, und dennoch lieber hätte ich deinen ärgsten Schmerz gefühlt, als dieses rätselhafte Fieber, das mir im Innern tobt und wühlt. Mit Namen weiß ich's nicht zu nennen, und weiß auch nicht, wie man's behebt. Du aber wirst's gewiss erkennen, wenn du vernimmst, was ich erlebt. Drauf gab ihr genaue Kunde, wie gestern bei dem Badegang der Sultanstochter ihm gelang, ihr Antlitz aus dem Hintergrunde, befreit vom Schleier zu erblicken, und wie dies Bild seit jener Stunde sein Herz an unsichtbaren Stricken hinziehe zu der schönen Fee. Kurzum, so schloss er seine Schilderung, kein Zweifel für mein tödlich Weh, gibt's keine Hilfe, keine Milderung. Es wäre denn, dass unverweilt sie selbst, jawohl, sie selbst mich hält, von allen Nöten und Beschwerden. Gefasst somit ist mein Entschluss, Prinzessin Bedrulbudur muss auf immerdar die meine werden. Die Mutter, die von ihrem Spinnen ablassend eifrig zugehört, rief lachend aus: Bist du von Sinnen? Ja, bist so völlig du betört. An solch unmögliches Beginnen denkt nur ein Ausgemachter nah. Nein, Mutter, sprach er, nein, du irrst. Zwar wusste ich, dass du lachen wirst, doch mein Entschluss ist fest und starr. Und ob du zehnmal sagst, den Glitten, sei mir mein sämtlicher Verstand. Es bleibt dabei, den Sultan bitten, will ich um seiner Tochter Hand. Mein Sohn, begann die Mutter ernst, damit du recht erwägen lernst, wie kindisch deine Reden sind, antworte mir, wer soll es wagen, ihm diese Bitte vorzuschlagen? Du selbst, rief Aladdin geschwind. Ich? Gott behüte mich davor. Schon der Gedanke macht mich beben. Wie dürftest du das Auge erheben zu einem Sultanskind empor? Hast du vergessen, dass ein Schneider bescheidenen Ranges dein Vater war? All deine Ahnen Hunger leider. Und ist, so frage ich nicht sogar, für unseres Herrschers Schwiegersohn ein Prinz noch von so niedrem Stande, falls er in seinem Heimatlande nicht Aussicht hat auf einen Thron? Sie predigte nur tauben Ohren. Nenn's Wahnwitz, nenn es Eigensinn. Ich habe es mir einmal geschworen, und nichts erschüttert mich darin. Solange mich des Himmels Bau nicht krachend unter seinen Lasten begräbt, werde ich nicht ruhen und rasten, bis die Prinzessin meine Frau. Ja, wenn du mich nicht elend sterben, willst sehen bereits am heutigen Tag, dann musst du, kost es, was es mag, in meinem Namen um sie werben. Die Mutter wurde höchst verlegen, ihn zum Verzicht auf seinen Plan durch Überredung zu bewegen, schien hoffnungslos in solchem Wahn. Nochmals versuchte sie's mit Güte. Gott weiß, was für mein armes Teil ich alle Zeit mich um dein Heil mit meiner ganzen Kraft bemühte. Für dich vollbrech die schlimmsten Falles, die schwerste Tat aus eigenem Trieb. Denn wahrlich, ihrem Kind zulieb, tut deine gute Mutter freudig alles. Ja, wenn dem Mädchen dir gefiele, zu vornehm weder noch zu reich, nicht säumen würdig, sondern gleich, dir ebnen deinen Weg zum Ziele. In deinem Namen um sie freien und meinen Segen dir verleihen. Doch nimm nur an von ungefähr, dass ich dir deinen Willen täte, verwegen vor den Sultan trete mit solch frevelndem Begehr. Wird überhaupt dich vorgelassen, wird augenblicklich nach Gebühr nicht einer mich beim Arme fassen und mich befördern vor die Tür. Nimm aber an, dass mir es gelänge, durch all der bittenden Gedränge, dem Sultan selber mich zu nahen, und er, der gnädig ist für jeden, weiß auch sein letzter Untertan, gestattete mir, frei zu reden. Wie denn begründ ich dein Gesuch? Welch ein Verdienst ist dir zu eigen? Kann ich auf deinen Namen zeigen, in irgendeinem Ehrenbuch? Kannst du durch eine seltene Leistung, durch eine vielgerühmte Kunst, Nachsicht verschaffen der Erdreistung, zu flehen um diese Gunst? Und sei noch dessen eingedenk, dass man vom Sultan darf erscheinen, nicht ohne kostbares Geschenk. Du selber wirst wohl kaum vermeinen, es finde sich in deiner Habe ein Kleinod von so herrem Glanz, dass ich es bitten könnte als Gabe dem größten Herrn des Morgenlands. Ei, gerade wenn ich dies bedenke, versetzte ruhig Aladdin, dann wird mir neuer Mut verliehen. Ich hätte nichts, was zum Geschenke für einen Sultan gut genug. Entsinn dich doch der hübschen Sachen, die dazumal ich bei mir trug, als ich der Höhle finsterem Rachen entronnen war mit heiler Haut und die mein Mangel an Erfahrung für bunte Gläser angeschaut. Längst aber ward mir Offenbarung, lernt ich doch von den Juwelieren den Unterschied zwischen falsch und echt. Juwelen sind es nicht so schlecht, um eine Krone zu verzieren, doch auserlesene Farb und Art, die werden, kann ich dir versprechen, dem Sultan, wenn er sie gewahrt, gewaltig in die Augen stechen, so dass er überfließt von Gnade. Die Zauberfrüchte kurz und gut nahm insgesamt er aus der Lade, worin bis heute sie geruht, und ordnete sie mit Bedacht in einer schönen alten Vase, die seine Mutter eine Base einst zum Geburtstag überbracht. Ja, freilich, von gemeinem Glase kam dies lautere Feuer nicht, das nur mit stärkerem Gefunkel sie blendete bei Tageslicht, als in des Abends halbem Dunkel. Nachdem an dem erhabenen Schimmer die beiden lange sich geletzt, nahm Aladdin das Wort: Was jetzt? Sag, Mutter, zweifelst du noch immer,
das mein Geschenk der Sultan schätzt. Du wirst, soweit ich im Palast, mit dieser Gabe gut empfangen. Sprich, welchen Einwand du noch hast, um mir zu weigern mein Verlangen. Zwar konnte sie nicht überzeugen, doch weil er wild und wilder bat, so wußte sie sich keinen Rat, als widerstrebend sich zu beugen. Wohlan, mein Sohn, weil du's verlangst, will ich das Wagnis auf mich nehmen, will trotz meiner Herzensangst mich zu dem schweren Gang bequemen. Nur gib mir nicht die Schuld und später daraus entquillt ein Unglücksborn, und wenn uns in gerechtem Zorn der Fürst bestraft als Missetäter. Warum denn gleich das Ärgste glauben, erwiderte der Sohn ihr heiter, und sollte wirklich zürnen schnauben, dann hilft gewiss mein Glück mir weiter. Die Lampe, die nun schon seit Jahren auf Wunsch uns üppig tränkt und speist, wird mir auch künftigen Gefahren als Beistand senden ihren Geist. So wußt du überaus gewandt, auch ihren letzten Widerstand mit Gründen aller Art zu brechen, und sie erklärte sich bereit, beim Sultan morgen vorzusprechen, wenn sie im Bereich der Möglichkeit. Ende von Kapitel 5, gelesen von Elli, Jänner 2012. Kapitel 6 von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6. Vor lauter Ungeduld erweckte, bereits vor Tag, bei Dämmerschein, der Sohn die Mutter, und sie steckte sich in ihr Feierkleid hinein. Die Vase bis zum Rand gefüllt mit den Juwelen, war den Linnen von ihr behutsam eingehüllt. Ein feines, weißes Tuch für innen, ein gröberes als Überzug, so daß, nachdem sie die vier Enden verknotet mit geschickten Händen, sie das Geschenk als Bündel trug. Sie machte dergestalt beklommen nach dem Palast sich auf den Weg, und gerade als sie dort angekommen, ward aufgetan das Zeugeheg. Erst ging hinein der Großvezier mit anderen hohen Würdenträgern, Lakaien, Reisigen und Jägern. Dahinter drängten zahllos schier in dichtem Schwarm sich all die Leute, die bei des Herrschers Divan heute darauf rechneten, der Huld von oben abzugewinnen einen Strahl. So, gehend halb und halb geschoben, kam sie zum weiten, lichten Saal, worin der Divan ward gehalten. Dort saß der Sultan in Person, umwogt von seines Purpurs Falten, ihr gegenüber auf dem Thron. Der Großvezier an seiner Seite, sodann gewärtig seines Winks, ein äußerst stattliches Geleite von Staatsbeamten rechts und links. Wenn nun der Reihe nach gerufen, herantrat an des Thrones Stufen, der legte seine Bittschrift nieder, sprach zur Begründung einen Satz, erhielt Bescheid und mußt ihn wieder dem nächsten räumen seinen Platz. Die Mutter ward noch lang nicht dran, doch ehe sie sich recht besann, verstrich des Divans kurze Stunde. Der Fürst stand auf, entließ die Zahl der Harrenden und schritt im Bunde mit seinem Hofstaat aus dem Saal. Der Schwarm verlief sich, und sie ging, da weiteres Bemühen vergeblich, nach Haus, wo sie der Sohn erheblich, enttäuscht und mißgestimmt empfing. Sein Unmut blieb ihr nicht verborgen, doch fühlte sie sich frei von Schuld, ermahnte sanft ihn zur Geduld, und gab ihr Wort, sie werde morgen von neuem hingehen, welche Qual. Der arme Junge saß auf Kohlen, denn fruchtlos mußte siebenmal sie den Versuch noch wiederholen. Stets mit nämlichem Verlauf, sie kam und sah den Sultan thronen, recht sprechen, warnen und belohnen, und immer wieder brach er auf, bevor an ihr die Reihe war. So hätte wohl unabwendlich sie Tag für Tag ein volles Jahr gewartet, wäre sie nicht endlich dem Blick des Herrschers aufgefallen, weil ohne Bittschrift in der Hand sie stets als hinterste von allem dem Thron grad gegenüber stand. Drum, als der Divan war beendet, am siebten Tag, und er sich eben in sein Gemach zurückbegeben, sprach er zum Großvezier gewendet. Geraume Zeit bemerke ich schon, wie täglich, wenn ich Sitzung halte, sich gegenüber meinem Thron erwartend aufstellt eine Alte. Sie trägt was in ein Tuch geschlagen und steht so bis zum Schlusse still. Kannst du mir künden, was sie will? Vermutlich will sie sich beklagen, erwiderte der Großvezier. Du weißt ja, Herr, wie häufig Frauen ein unbedeutend Leid von dir mit großem Wortschwall wiederkauen. Vielleicht hat man zu wenig Mehl auf dem Markte zugewogen, vielleicht bewechseln sie Betrogen. Der Sultan gab ihm drauf Befehl, sie nächstes Mal ihm vorzuführen. Und richtig, tags darauf sofort, nachdem man aufgetan die Türen, stand sie beharrlich wieder dort. Der Sultan winkte vor Beginn der Sitzung, als er sie erblickte, dem Großvezier, und dieser nickte zum Obersten der Wache hin. Da gab der Mutter flugs ein Zeichen, mit ihm zu gehen, gebot sodann den Vorderen vor ihr zu weichen, und brachte sie zum Thron heran. Dort warf sie sich, weil dies gebührend erschien nach allgemeinem Brauch, vor dem Sultan nieder auf den Bauch, den Boden mit der Stirn berührend. Doch er befahl ihr aufzustehen und sagte, »Gute Frau, tagtäglich habe ich seither dich unbeweglich,
nahe dem Eingang harren sehen. Was ist es, sprich, was du begehrst?« Sie warf sich nochmals nieder erst und hauchte vor Erregung heiser. »Bevor, erhabener Herr und Kaiser, den Anlass du von mir erfährst, der mich bewog zu diesem Schritte, vernimm die demutsvolle Bitte, dass mein unglaubliches Verlangen du gnädig im Voraus verzeihst, denn ich vergehe fast vor Bangen, erscheint ja doch mein Unterfangen sogar mir selbst allzu dreist.« Der Sultan, um ihm Mut zu machen, ließ augenblicks den ganzen Hauf des Volkes entfernen durch die Wachen und forderte den Hofstaat auf, ihn mit der Frau allein zu lassen. Zurück blieb nur der Großvezier. »Du darfst«, so sprach er dann zu ihr, »nunmehr getrost ein Herz dir fassen, was immer dein Begehren sei, dir ist's vorweg, mein Wort zum Pfande, vergeben, also rede frei.« Da lösten sich die Zungenbande der Mutter. Ohne weitere Scheu berichtete sie wahrheitstreu, durch welch geheimes Abenteuer sich seiner Tochter, Aladdin, ihr Sohn genaht. Wie heftig ihn seitdem verzehre wildes Feuer, wie redlich sie sich unterdessen ihn abzukühlen angestrengt. Doch wie von Leidenschaft besessen er sie zu diesem Gang gedrängt. Nur seiner Drohung, dass er sterbe, wenn nicht um deren Hand sie werbe, die doch fürwahr mit ihm verglichen, nicht minder unerreichbar fern als am Firmament ein Stern, sei schließlich zögernd sie gewichen. Der Sultan, keineswegs empört, noch spöttisch äußerte die Frage, nachdem er ruhig zugehört, was in dem Tuch verhüllt sie trage. Sogleich entnahm sie wunschgemäß dem Bündel das Geschenk des Sohnes und stellte vor dem Fuß des Thrones das vollbeladene Gefäß. Der Herrscher, von dem munten Scheine geblendet, wehnte sich im Traum und traute seinen Augen kaum beim Anblick all der Edelsteine. So groß und prächtig wie noch keine Zeit seines Lebens er geschaut und in Betrachtung ganz versunken, saß er ein Weilchen ohne Laut. Dann rief er freudetrunken, »Wie schön, wie köstlich, wie vollendet!« nahm jeden Einzelnen in die Hand und sprach zum Großvezier gewendet. »Sag, ob in meinem ganzen Land, in allen Ländern dieser Erde, man je etwas gleich Vollkommenes fand.« Mit Beifall spendender Gebärde gab dies der Großvezier ihm zu, worauf er fortfuhr: »Möchtest du behaupten, dass ich einem Mann, der solcherlei vermag zu schenken, nicht, ohne mich lang zu bedenken, zum Schwiegersohn erwählen kann?« Der Großvezier war sehr betroffen von diesem Wort. Seit Jahren schon ließ nämlich ihn der Sultan hoffen, er werde seinen eigenen Sohn mit der Prinzessin einst vermählen. Er sagte drum ins Ohr ihm leise: »Ja, Herr, ich kann es nicht verhehlen, dass dies Geschenk von höchstem Preise der Sultanstochter würdig ist. Doch gönne mir 3 Monat Frist. Mein Sohn, den vormals du zum Gatten ihr zu bestimmen hast beehrt, stellt sicher dies Geschenk in Schatten durch eins von doppelt reichem Wert.« Das schien dem Sultan eine Flause, doch gab er seine Bitte nach, weil er sein Günstling war und sprach zur Mutter freundlich: »Geh nach Hause zu deinem Sohn und melde ihm dies. Den Antrag, den er stellte, wies ich nicht zurück. 3 Monat sind vonnöten, aber ihr zum Gatten ich jemand gebe meinem Kind, um sie geziemend auszustatten. Nach Ablauf dieser Zeit komm wieder.« Die Mutter ging nach Haus zurück, und diesmal bebten ihre Glieder, nicht vor Verzagtheit, nein, vor Glück. Ende von Kapitel 6. Gelesen von Elli, April 2012. Kapitel 7 von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 7. Wer könnte wohl in Worte fassen, wie selig unser junger Held, nachdem die Mutter ihm bestellt, was ihm der Sultan melden lassen? O Wonne, dass nach langem Dürsten, nach vielen Nächten ohne Schlaf, die Botschaft aus dem Mund des Fürsten sein kühnstes Hoffen übertraf. Er tanzte rundherum im Zimmer, schwor in den feurigsten Ergüssen der Mutter Dankbarkeit auf immer und überhäufte sie mit Küssen. 3 volle Monate waren freilich als vorgeschriebene Wartezeit für seine Sehnsucht endlos weit. Es war darum gewiss verzeihlich, dass ihn des Ziels Erwartung quälte und er beständig nach der Uhr, nicht Wochen, Tage, Stunden nur, vielmehr auch die Minuten zählte. 2 Monate waren abgelaufen, als eines Morgens ahnungslos die Mutter sich, um was zu kaufen, zum Markt begab. Ein laut Getös der Fröhlichkeit scholl ihr entgegen, als wäre ein Fest herangerückt, mit Blumenkränzen aller Wegen ward eilig Haus für Haus geschmückt, und Lämpchen wurden 100-fach hinaufgereicht auf hohe Leitern für Prachtbeleuchtung auf dem Dach. Die Straßen wimmelten von Reitern auf edlen, reich gezierten Pferden, und alt und jung war aufgeputzt. Die Mutter, ganz und gar verdutzt, vermochte draus nicht klug zu werden. Sie fragte drum den ersten Besten, weshalb denn heute jedermann sich rüste wie zu großen Festen.
Der gab zur Antwort: Schau mal an, das weißt du nicht. Ei, das erzählt sich, ja doch die ganze Stadt erfreut. Dem Sohn des Großviziers vermählt sich Prinzessin Bedrulbudur heut. Die Gute flog bestürzt nach Haus und rief dem Sohn, der sich zur Stelle befand, entgegen auf der Schwelle: Ach, Ärmster, nun ist alles aus. Den Sultan hat sein Wort gereut, denn im Palast ist Hochzeit heut. Dort wird mit feierlichem Prunke der Sohn des Großviziers getraut, und die Prinzessin ist die Braut. Als ob des Blitzes jäher Funke durchzog er seines Lebens mag, empfand sich Aladdin zerschmettert, blieb standhaft aber doch und stark. Und als verzweifelnd er durchblättert Seite für Seite sein Gedächtnis, nach Mitteln gegen diese Pein, fiel ihm des falschen Freunds Vermächtnis die Wunderlampe wieder ein. Zur Mutter sprach er drauf entschieden: Der Hochzeit setz ich einen Damm, lass schauen, wer heute mehr zufrieden, ich oder dieser Bräutigam. Er tat, was ihm bereits geläufig, in seine Kammer eingeschlossen, rieb er die Lampe, wie schon häufig, und aus dem Boden aufgeschossen, erschien der Geist gleich einem Riesen, ihn fragend: Was ist dein Geheiß? Drauf Aladdin: Du hast mit Fleiß mir öfters Dienst bei dich erwiesen, bei Wünschen, die gering und nichtig. Das Werk jedoch, das ich dir nun befehlen will, für mich zu tun, ist über alle Maßen wichtig. Du sollst mir meine Qualen lindern und drum als unsichtbarer Gast die Hochzeit, die heut im Palast gefeiert werden soll, verhindern. Begib dich hin, vom Wind getragen, ergreif den Bräutigam beim Kragen, entführ ihn ein, versteck ihn, sperr dort fest ihn ein und lass verborgen in Schmachten bis zum nächsten Morgen. Der Geist versetzte fügsam: Herr, wie du befiehlst, und war verschwunden. Am Hofe ward mit aller Kraft inzwischen seit den frühesten Stunden für die Vermählung vorgeschafft. Mit einem wahrhaft beispiellosen und noch nicht dagewesenen Glanz war der Palast verwandelt ganz in einen duftgend Hain voll Rosen. Die Tafel funkelte von Gold, Prunkteppiche von schwerster Seide bedeckten sorgsam aufgerollt zu wundersamer Augenweide den Marmorboden und die Treppe. Und rings mit Perlenschmuck beschwert wog der Prinzessin Hochzeitsschleppe drei Fürstentümer auf an Wert. Der ganze Hofstaat war beisammen, nebst Sendlingen aus aller Welt. In angefachten Opferflammen entstieg der Rauch zum Himmelszelt. Grad sollte die Vermählungsfeier beginnen, Festmusik erscholl. Schon trat herein in ihrem Schleier die Sultanstochter anmutsvoll an ihres hohen Vaters Arm, und in der Würdenträgerschwarm schritt ihr entgegen ihr Verlobter. Da plötzlich Nacht und wieder Licht, der Geist erfüllte mit erprobter Vollendung seine Dienerpflicht. Man sah sich an, man sah sich um, die Augen starr, die Mienen dumm. Was war geschehen? Der Bräutigam stand nicht mehr dort, wo er gestanden, grad eben, sondern war abhanden, wie fortgewischt von einem Schwamm. Man forschte, spähte, doch vergebens. Der Großvezier, der schon geglaubt, er sei am Ziele seines Strebens, schien vor Erregung Sinn beraubt. Der Hofstaat mit betäubtem Hirne begann zu tuscheln, dicht geschart. Der Sultan runzelte die Stirne und brummte was in seinem Bart. Die Gäste ratlos und befangen verkrümelten sich allgemach, und über der Prinzessin Wangen herunterfloss ein Tränenbach. Die Feierstimmung war verraucht, verwandelt alle Lust in Wehe, denn da zum Abschluss einer Ehe den Bräutigam man dringend braucht, so blieb am Ende keine Wahl, als die Vermählung zu verschieben, samt Freudenfest und Hochzeitsmahl, bis man ihn wieder aufgetrieben. Der Sultan flößte seiner Tochter gar zärtlich Tröstung ein und Mut, allein mit Mühe nur vermocht er zu stillen ihrer Augenflut. Obwohl weit mehr verletzte Scham und schwer gekränkter Stolz die Quelle der Tränen war als Herzenskram. Am nächsten Morgen aber kam der Großvezier in höchster Schnelle zum Sultan, der halb ungeduldig, halb mürrisch ihm entgegensah und rief: Mein Sohn ist wieder da, und er ist, o glaub mir, weder schuldig, noch weiß er selbst, was ihm geschah. Gebiete drum, dass man die Feier heut rüsten soll zum zweiten Mal, und gib dadurch zurück dem Freier, was ihm ein Unstern gestern stahl. Hierzu, wenngleich das Fest verpfuscht ihm vorkam, war der Fürste bötig, denn für sein Ansehen schien ihm nötig, dass alles möglichst ward vertuscht. Die Hauptstadt wurde von Trompeten und Pauken abermals durchlärmt, das Hochzeitsessen aufgewärmt und alle Gäste neu gebeten. Als Aladdin, dem keine Spur von sämtlichen Begebenheiten entgangen war, davon erfuhr, beschloss er, herzhaft loszuschreiten, auf dem Pfade bis zum Sieg. Den Geist beschwor er drum von neuem, und als dem Boden er entstieg, sprach er zu ihm: Du hast mit Träum, Gehorsam, was ich dir befohlen, genau vollbracht. Dieselbe Not zwingt mich indessen mein Gebot, von gestern dir zu wiederholen. Den Sohn des Großviziers entführe heute abermals in gleicher Art, und hinter fest verschlossener Türe halt ihn bis morgen früh verwahrt. Der Geist entfernte sich, die Tat alsbald wie tags zuvor verrichtend, nur diesmal noch in stärkerem Grad als gestern wirkte sie vernichtend. Im feierlichsten Augenblick verschwand er plötzlich aus dem Saale,
durch ein unerfaßliches Geschick der Bräutigam zum zweiten Male. Vom ganzen Hof und hohem Adel war der gesucht wie eine Nadel, in alle Winkel war geguckt, gestöbert ward in allen Ecken, er war so wenig zu entdecken, als ob der Boden ihn geschluckt. Hiermit begann ein Trauerspiel, Prinzessin Bedrulbudur raufte, die schönen Haare sich und fiel, bewusstlos hin, der Sultan schnaufte, vor Ingrim wie ein wildes Tier, der unglückselige Großvisier wand sich in Krämpfen wie ein Wurm, die Augen rollend rings im Kreise, die Gäste flohen gruppenweise, wie eine Herde vor dem Sturm. Und seufzend sprach der Oberkoch in tiefem, hoffnungslosen Härmen zum Küchenjungen. Einmal noch kann ich den Hochzeitsschmaus nicht wärmen. Ende von Kapitel 7, gelesen von Elli, April 2012. Kapitel 8 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8. Der Großvezier fand keinen Schlummer in dieser Nacht. Am anderen Tag, bei Sonnenaufgang, als vor Kummer halb kranke noch im Bette lag, trat aschenfahl und übernächtig sein Sohn herein. Der Vater schrie, verjäht und seiner nicht mehr mächtig. Hinweg mit dir und lass dich nie mehr sehen. Da fiel er auf die Knie. Mein Vater scheine ich so verdächtig, dass du Gehör mir weigern willst. Wenn dir bekannt, was unverschuldet ich heute und gestern Nacht erduldet, so wette ich, dass dein Groll zerschmilzt. Ich wurde beide Mal gepackt von unsichtbaren Fäusten, stärker als Menschenhand und eingesackt in einem engen, finsteren Kerker. Zu schmal, um nieder mich zu legen, ja, selbst um aufrecht mich zu regen, die Tür von außen fest verrammelt und alles rütteln ohne Zweck. So kauert ich, noch kaum gesammelt, vom ersten fürchterlichen Schreck, erneuter Hexerei gewärtig, gefasst auf meinen Untergang und mit dem Erdendasein fertig, wer weiß, wie viele Stunden lang, bis endlich beide Mal die Tür von selber aufsprang. Aber gebe man 1000 Bräute mir dafür, ich möchte nicht, solange ich lebe, dies noch ein drittes Mal erleiden. So sehr mir die Prinzessin teuer, ich will sie lieber dauernd meiden, als dem geheimen Ungeheuer zum Spielball dienen unbeschränkt. Ich glaube, Bedrulbudur denkt hierein nicht anders, und sie kann, auch wenn sie liebenswert mich findet, nicht recht vertrauen einem Mann, der unfreiwillig stets verschwindet. Drum wünscht ich, ob du gleich dem bösen Verhängnis nicht mit Unrecht grollst, dass du den Sultan bitten sollst, er möge die Verlobung lösen. Der Großvezier erkannte klar, wenn auch im Innersten bekümmert, sein Lieblingsplan von manchem Jahr lag rettungslos vor ihm zertrümmert, so daß, wie nun die Sache stand, statt auf ein Wunder noch zu harren, er selber den verfahrenen Kahn am besten stecken ließ im Sand. Er trug dem Sultan untertänig drum seines Sohnes Bitte vor und fand ein sehr geneigtes Ohr. Der Herrscher freute sich nicht wenig, als unverhofft er sie vernahm, daß dem Entschluss, den er im Stillen gefaßt um seiner Tochter willen, ihr Bräutigam entgegenkam. Mit Windeseile flog die Kunde von der Entlobung durch die Stadt, war tagelang in aller Munde, doch schließlich schwatzte man sich satt. Es wußte ja vom wahren Grunde nur Aladdin allein Bescheid. Und da nunmehr sein Weizen blühte, nahm mit beruhigtem Gemüte zum nächsten Schachzug er sich Zeit. Erst als ein Monat noch entwichen und so wie vorbestimmt verstrichen die ganze Frist von dreien, sandte von neuem die Mutter fort zum Sultan, der sie gleich erkannte und sich an sein gegebenes Wort erinnerte. Mit freiem Mute bat sie den Fürsten auf den Knien, gewähren möge Aladdin, was zu versprechen er geruhte, da die gedungene Frist vorbei. Dem Sultan war die Mahnung peinlich, er hatte ja für unwahrscheinlich gehalten, dass die Schwärmerei des jungen Mannes nach so vielen Wochen immer noch nicht erloschen sei, denn was er unbedacht versprochen, war niemals ernst gemeint gewesen, konnte zum Gatten seines Kindes wohl einen Schwiegersohn erlesen, der nicht geboren war als Prinz. Und doch vor offener Verneinung sich scheuend, zog ihm wieder Streit, er sei ein Großvezier beiseit, und fragte leis nach dessen Meinung. Herr, sagte jener gleichfalls leis, wenn du dein Wort nicht willst verletzen, genügt es einen solchen Preis für die Prinzessin festzusetzen, dass, wenn des Werbers Überfluss an Geld und Gut auch ohne Gleichen, trotz allem er die Segel streichen und voll Beschämung abziehen muss. Der Ratschlag schien dem Sultan schlau, deshalb sich zur Mutter eilig, umwendend sprach er, gute Frau, ich gab mein Wort und halte es heilig. Dein Sohn soll keinen Hindernissen begegnen, aber um zu wissen, was er zur Morgengabe beut. Und ob er wirklich zur Erringung der hohen Braut kein Opfer scheut, mache ich ihm eins zur Bedingung. Ich fordere, dass er 40 Becken von schwerstem Gold mir schicken soll, die sämtlich bis zum Rande voll von herrlichen Juwelen stecken, den damals mir geschenkten gleich, die jeden Stein im ganzen Reich weitaus an Schönheit übertrafen. Hertragen sollen diese Fracht auf Häuptern 40 schwarze Sklaven, in reicher, auserlesener Tracht, geführt von 40 jungen Weißen, die noch verschwenderischer gleißen. Dies die Bedingung.
wird genau von ihm bestanden diese Probe, dann, höre, dass ich's laut gelobe, wird meine Tochter seine Frau. Die Mutter schritt bedenklich heim, jedoch gelabt vom Hoffnungsschimmer, des Herrschers Forderung werd auf immer in ihrem Sohn jeden Keim des närrischen Begehrens ersticken. Doch als von diesem Trost beseelt, sie klipp und klar ihm aufgezählt, was er dem Sultan solle schicken, und sicher dachte, dass erschrocken er sich bequeme zum Verzicht, rief er mit strahlendem Gesicht und überschäumenden Frohlocken. Nichts weiter. Ei, der Sultan irrt im Glauben, dass durch die Bedingung er mich ins Boxhorn jagen wird. Wind er, mir fehle zur Bezwingung solch eines Probestücks die Macht. Ich könnte ihm doch ganz andere Launen befriedigen, er soll erstaunen, und du nicht minder, gib nur Acht. Er ging in seine Kammer, rieb der Lampe, bis der Geist erschienen, der unterwürfig ihm zu dienen, wie stets bereit war. Er beschrieb des Herrschers Anspruch ihm ausführlich und fragte dann, dies all ihm schaffen könne Knall und Fall. Der Geist erwiderte, natürlich. Wohl ansprach Aladdin so eile, damit ich flugs den ganzen Tand ihm senden kann. Der Geist entschwand und kam nach nicht viel größerer Weile, als während man die Augenlider zuschließt und öffnet, wie geheißen, mit 40 schwarzen Sklaven wieder, sowie mit 40 jungen Weißen, so daß der umfangreiche Zug sich auf die Straße musste strecken, weil Haus und Hof nicht weit genug. Ein jeder von den Schwarzen trug auf seinem Haupt ein goldenes Becken, und ein jedes Becken wies in Fülle Diamanten, Perlen und Perülle, Smaragd, Saphir, Topas und Rubin, vom höchsten Reiz des Farbenspiels und überlegen noch um vieles den Früchten, die sich Aladdin im Zaubergarten einst gepflückt. Nachdem das Werk so weit geglückt, rief er die Mutter, die mit starren, weit aufgerissenen Augen gaffte. Schau, sprach er, muß der Sultan harren? Gesteh, dass ich zur Stelle schaffte, was er vorhin sich ausbedang. Jetzt aber zögere nicht lang und bringe meine Morgengabe geradewegs in den Palast, damit meiner großen Hast er merkt, wie sehr ich Sehnsucht habe, mein Herz noch so viel Sturmgebraus zu steuern in der Ehe Hafen. Die Mutter schritt somit voraus, dem wundersamen Zug der Sklaven. Das gab ein Aufsehen, jedem Haus entströmten gierige Besucher, so daß in Kürze jung und alt zu einer dichten Menschenmauer auf allen Straßen stand geballt. Was irgend Beine hatte, lief, was irgend Lungen hatte, rief, mit Stimmen gellend wie Posaunen, man möge kommen, sehen und staunen. Einmütig wurde die Verkündung des Urteils aller Orten laut, daß in der Stadt seit ihrer Gründung man solchen Aufwand nie geschaut, die Sklaven edler von Gestalt, von Wuchs und Haltung angetroffen, so bunt geschmückt, so mannigfalt, bekleidet mit den feinsten Stoffen. In schöner Ordnung, denn zur Seite den schwarzen Bäckernträgern war jeweils ein Weißer als Geleite. Hin wandelten sie Paar für Paar. Dazu die Edelsteine glänzen, der 40-fache Spiegelschein des lauteren Goldes. Allgemein war die Begeisterung ohne Grenzen. Ende von Kapitel 8, gelesen von Elli, April 2012. Kapitel 9 von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9. Die Nachricht war gleich in dem Blitze, gedrungen an der Pförtner Ohr, ehe des Palastes offenem Tor sich näherte des Zuges Spitze. Sie sahen den schmucken Vordermann der 80 Sklaven mit Verbeugung für einen fremden König an und wollten drum zur Ehrbezeugung im Küssen seines Kleides Saum. Doch der erwiderte, gebt Raum und bückt euch lieber vor dem Rechten. Ich bin nur einer von den Knechten in unseres großen Herrn Sold. So stieg der Zug hinan die Treppen, die Schwarzen hatten arg zu schleppen an ihrer schweren Last von Gold. Und von den Weißen angeleitet, betraten sie den lichten Saal des Divans. Längst schon vorbereitet und überaus gespannt, befahl der Sultan, dass man ihnen Platz gewähre, kunstgerechterweise, für im gereihten halben Kreise, beeilten sie sich ihren Schatz am Fuß des Thrones aufzustellen, worauf nach wohlversehenem Amt sowohl die Dunklen als die Hellen sich niederwarfen insgesamt. Die Mutter nahte nun dem Thron und sprach mit vielen Huldigungen, hier sendet Aladdin mein Sohn, Erhabener, was du dir bedungen. Er hofft, es werde dir gefallen und der Prinzessin ebenfalls. Der Sultan, kommen war zu allen imstande, mit gerecktem Hals und überzeugt, in wollen Necken, in Druck der Sinne, blickte bald, verwundert auf die 40 Becken, mit ihrem funkelnden Gehalt, von größerem Wert als ganze Länder, bald auf die fürstlichen Gewänder, der 80 wohlgestalteten Sklaven, und sagte laut zum Großvezier, fürwahr, der Himmel soll mich strafen, wenn ein Geschenk wie dieses hier, je Sultanstöchtern ward geboten. So ist es, stimmte jener bei, zumal er einsah, dass der Knoten nicht anders mehr zu lösen sei. Wie hätte noch der Fürst sein Wort zurückziehen können als Empfänger von solchem beispiellosen Hort? Er fragte jetzt sogar nicht länger nach des Bewerbers Rang und Stand und nach allen anderen Eigenschaften. Für jeden Vorzug konnte als Pfand
sein ungeheurer Reichtum haften. Geh, sprach er drum in mildem Ton zur Mutter, melde ihm, dass mit warmen Gefühlen ich und offenen Armen ihn grüßen will als Schwiegersohn. So waren jetzt nach hartem Ringen die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie selber durfte ihm Kunde bringen, dass alles, was er sich erträumt, was für unmögliche gegolten, was als verrückte Ziege scholten und was ihm ihre Zweifelsucht verargt als frevelhaft verstiegen, ihm jetzt als reife Frucht bereit war, in den Schoß zu fliegen. Er aber, wenn auch überschwänglich, beglückt, ließ keine Zeit entfliehen, um das zu tun, was unumgänglich und zu des Werkes Krönung schien. Er hieß den Geist von neuem kommen und sprach, als dieser schnell genaht, bereite mir sofort ein Bad und bring, nachdem ich es genommen, mir ein Gewand so reich und prachtvoll, wie sonst es nur ein König trägt. Er fühlte drauf, alsbald sich machtvoll, erfasst und durch die Luft bewegt, ein schöner Raum an allen Wänden mit buntem Marmor ausgelegt, empfingen, dort bedient, gepflegt, von zarten, unsichtbaren Händen nahm er das Bad in einer lauen, von Wohlgeruch erfüllten Flut. Sodann, erquickt und ausgeruht, konnte er in den Spiegel schauen, dass er zu seinem Vorteil ganz verwandelt, schöner war und schmucker. Statt des bisherigen Gewands, das immer noch den armen Schlucker verraten hatte, fand er Kleider, so prächtig, so mit Gold bestickt, dass jeder Prinz und Fürst als Neider nach innen hätte hingeblickt. Sobald er fertig angezogen, erschien der Geist auf seinen Wink, und er gebot ihm, zeig dich flink. Ich habe mittlerweile erwogen, was mir noch fehlt, ein edles Ross verlange ich, das an Schönheit alle verdunkelt in des Sultans Stalle. Zu diesem ferne einen Tross von Sklaven, jenen gleich zu achten, in Kleiderprunk und Stattlichkeit, die mein Geschenk dem Sultan brachten. 8 Sklavinnen dann zum Geleit für meine Mutter, deren jede ihr ein so köstliches Gewand soll bringen, dass im ganzen Land bald von nichts anderem mehr die Rede. Auch einen Beutel mit 10.000 Goldstücken brauche ich noch, nur schnell ans Werk. Der Geist entschwebte sausend, und alles war ihm nur zur Stelle. Den Sklavinnen gab Aladdin Befehl, zur Mutter hinzueilen und ihr ein Staatskleid anzuziehen. Das bare Gold ließ er verteilen, an feine Sklaven mit der Weisung, sie sollen's auf der ganzen Länge des Wegs mit voller Hand zur Speisung der Armut werfen in die Menge. Er stieg zu Pferd und zog inmitten des Trosses durch die Straßen hin. Selbst Kindern kam nicht in den Sinn, dass er noch nie zuvor geritten, weil mit dem feinsten Ebenmaß und Anstand er im Sattel saß. Vielköpfig, mastig nicht zu zählen, lief wiederum das Volk herbei. Betäubend schwang aus allen Kehlen sich Beifallruf und Jubelschrei, besonders wenn vom Sklaventross geschnellt als ungewollter Segen so rechts wie links ein Hagelregen von goldenen Münzen sich ergoss. Wer war der Ritter hoch zu Ross? Bei Namen konnte niemand nennen. Nicht einmal einer unter 10, die noch vor kurzem ihn gesehen, den alten Aladdin erkennen. Er, jüngst noch dürftig unansehlich, sah sich nun selber nicht mehr ähnlich. Denn zu der Lampe Wunderkräften gehörte die geheime Macht, dem Glücksbild, den sie hochgebracht, auch äußeren Adel anzuheften. So lag am Tage sonnenklar, dass all der Pracht, womit er prunkte, doch sein Verdienste würdig war. Er wurde rasch zum Mittelpunkte für jedes Auge, jauchzend hob zum Himmel in des Volkes Lob und gönnte gern in dieser Erde vollkommenstes und reichstes Heil. Bis zum Palast, der mittlerweile gelangt, stieg artig er vom Pferde. Die Pförtner bildeten 2 Reihen, von Tor zu Tür, um dem Empfang vermehrte Würde zu verleihen. Durch diese schritt er sacht entlang, trat in den Saal und vor den Thronen. Der Sultan, seiner Haaren schon, war überrascht und höchst erbaut, sowohl von seiner Prachtentfaltung wie seinem Wuchs und seiner Haltung. Schritt ihm entgegen, zog ihn traut, ihm während auf die Knie zu sinken, an seine Vaterbrust und ließ, indem er ihn willkommen hieß, ihn sitzen, dicht zu seiner Linken. Erlauchter Fürst, sprach Aladdin, ich danke dir, dass meine Kühnen, statt es durch harten Spruch zu söhnen, so nachsichtsvoll du mir verziehen. Ich wüsste nichts, was mich entschuldigt, als dass mein Herz von holdem Zwang, besiegt in willenlosem Drang, der reizenden Prinzessin huldigt, und dass die Liebe, die gewaltsam in meinem Inneren flammt und loht, nicht enden wird, bis unaufhaltsam mein Leben selbst erlischt im Tod. Mein Freund, versetzte halb im Scherz der Sultan, und durch dieses Feuer heillos versenkt zu sehen dein Herz, halt ich fordern dich viel zu teuer. Ist dies das Mittel, dich zu töten, so weiß ich, was dich heilen soll. Er gab ein Zeichen, flugs erscholl Musik von Zimbeln und von Flöten. Er führte daraufhin liebevoll zum wunderbaren Nebensaal, worin bereits auf goldenen Tellern war aufgetischt ein leckeres Mahl, das aus den kaiserlichen Kellern versorgt war mit dem besten Wein. Der Sultan aß mit ihm allein. Der Großvezier und all die Herren von Rang und von Geblüt umkreisten den vollbesetzten Tisch von fern und mussten zusehen, wie sie speisten. Ende von Kapitel 9, gelesen von Elli, Mai 2012.
Kapitel 10 von Aladdin und die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10. Nach Tische war dann Aladdin vom Sultan väterlich die Frage gerichtet, ob es ihm behage, sogleich die Hochzeit zu vollziehen. Er gab zur Antwort: Herr, du weißt, wie sehr ich nach dem Glück verlange, das die Prinzessin mir verheißt. Geh doch, damit ich ihr im Range, gemäß an unserem Hochzeitstag, sogleich in tadellosen Räumen ein neues Heim mir bieten mag, lass noch für kurze Zeit mich säumen. Ein Schloss versehen mit jeder Zier will ich errichten, weise mir drum einen angemessenen Bauplatz. Der Sultan drauf: Mein Sohn, du hast die Auswahl hier vor dem Palast. Liegt, wie du siehst, ein leerer Schauplatz, wofür dein Schloss genügend Raum. Nur lass es möglichst rasch erbauen, denn glaube mir, ich kann es kaum erwarten, euch vermählt zu schauen. Nach dem Gelöbnis, dass er sicher den Bau nach Kräften fördern werde, nahm Aladdin mit feierlicher Umarmung Abschied, stieg zu Pferde und trabte durch die gleichen Gassen mit dem Gefolg zurück nach Haus und brandet wieder von den Massen des Volks mit lautem Jubelbraus. Daheim kam angelangt, beschwor den Geister abermals und sagte: Schon dein bisherig Wirken ragte durch Kraft und Schnelligkeit hervor. Doch zu dem ungemeinen Werke, das jetzt mir unentbehrlich ist, bedarf ich deiner ganzen Stärke. Du sollst in möglichst kurzer Frist grad gegenüber vom Palaste des Sultans mir ein stolzes Schloss errichten, das vom Erdgeschoss bis zu des Daches Flaggenmaste des Sultans Tochter meiner Frau trotz ihrem sehr verwöhnten Auge zur künftigen Behausung tauge. Welchen Gestein du für den Bau verwenden willst, ob Marmorquadern, schneeweiß mit feinen schwarzen Adern, ob Jaspis, ob Achatlasur, das stelle ich ganz in deiner Messen. Doch sollst du, dies beding ich nur, nicht deinen großen Saal vergessen, im oberen Stockwerk, der bekrönt von einer Kuppel an den Wänden, durch Gold und Silber sehr verschönt. Auch soll, um hellstes Licht zu spenden, er 24 Fenster zählen, die Rahmen seien Alabastern, das Gitter sollst du mit Juwelen von unerreichbarem Glanz bepflastern. An einem wohlverwahrten Platz befinde ferner sich ein Schatz, gemünzten Goldes aufgespeichert, der für mein Lebtag mich bereichert. Auch will ich, dass man eine Flucht von Küchen trifft am rechten Orte, nebst Vorratskammern jeder Sorte und Ställe voll von edler Zucht. Ingleichen soll das Lustschloss innen bevölkert sein von einem Heer, von Dienern und von Dienerinnen. Das alles schaff mir nach Begehr, und wenn du fertig bist, komm wieder. Als er dem Geiste dies gebot, sank abendlich die Sonne nieder. Am anderen Tag ums Morgenrot erschien der Geist in seinem Bette. Vollendet ist, was du bestellt, Schausprache, ob es dir gefällt. Er trug darauf ihn an die Stätte. Wie sehr war Aladdin verwundert, da stand erbaut in einer Nacht ein Schloss wie noch kein halb Jahrhundert von Menschenarbeit es vollbracht. Er glaubte wahrlich nur zu träumen, als ihn der Geist in allen Räumen herumgeleitete. Da war sein Auftrag Punkt für Punkt vollzogen, bei weitem überholt sogar Gewölbe, Säulen, Pfeiler, Bogen von höchster Schönheit. Ein Gewimmel von Dienstbeflissenen überall. An Silberkrippen in dem Stall, der schönsten Rappen, Füchse, Schimmel. Mundvorrat jeder Art nicht sparsam, in Küche und Kammern schon verfacht. Der Schatz in sicherem Gewahrsam von einem Schließer treu bewacht. Mit Gold gefüllte Riesensäcke, gehäuft, getürmt bis an die Decke. Nachdem sich Aladdin das Ganze von Grund aus angesehen, zumal auch noch den großen Kuppelsaal, sprach er, geblendet von dem Glanze zum Geist: Ich musste Beifall zollen, befriedigt wurde musterhaft von dir mein Wünschen und mein Wollen. Nun sei nur noch herbeigeschafft ein langer Teppich aus der Mast von feenhaften Farbenschimmer. Du sollst, befehle ich, vom Palast des Sultans ihn bis an die Zimmer der Herrin dieses Schlosses breiten. Ihn soll auf ihrer Wanderung ins neue Heim ihr Fuß beschreiten. Der Geist entfernte sich im Schwung, und ehe sich's Aladdin versah, lag der damastene Teppich da. Der Geist kam wieder ohne Rast und trug nach Haus ihn unverdrossen. Gerade als die Pforten am Palast des Sultans wurden aufgeschlossen. Die Pförtner wunderten sich sehr, als drüben dicht vor ihren Nasen, wo gestern noch die Städte leer und nur bewachsen war mit Rasen, ein Wunderwerk hoch und her sie ragen sahen in die Lüfte. Die Nachricht schwirrte mit Gesumm, beflügelt im Palast herum. Der Hofstaat machte höchst verblüffte Gesichter, und der Großvezier lief, als eine Weile stier, den rätselhaften Spuk beglotzt, zum Sultan hin und sprach entrüstet: Wer sich mit einem Kunststück brüstet, das jeglicher Erfahrung trotzt, der steht im Bund mit Zauberei. Der Sultan gab zur Antwort: Ei, man muss nicht gleich das Schlimmste denken. Was ist denn weiter auch dabei? Ein Mann, der so vermag zu schenken, den drum mein fürstliches Vertrauen, akkord zu meiner Tochter Gatten, der kann sich wohl den Spaß gestatten, ein Schloss in einer Nacht zu bauen. Er gibt als reichster Mann der Welt uns nur ein augenfällig Zeichen, dass man mit sehr viel barem Gold so ziemlich alles kann erreichen. Der Bau dort stammt aus goldenen Quellen, und wenn du trachtest, ihn als Frucht von Zauberkünsten hinzustellen,
so spricht es dir die Eifersucht. Zur Stunde, da sich die beiden besprachen, war in ihrem Haus die Mutter Aladdins darauf aus, mit jenem Staat sich zu begleiten, den die Sklavinnen gespendet, und ließ, nachdem durch deren Walten ihr Putz im Bälde war vollendet, von ihnen sich die Schleppe halten, auf ihrem Wege zum Palast. Auch Aladdin im Vaterhause zum allerletzten Mal zu Gast, brach auf nach kurzer Ruhepause. Die vielbewährte Wunderlampe nahm er dabei wohl weislich mit, bestieg sein flinkes Pferd und ritt geradeaus zu seines Schlosses Rampe. Der feierliche Freudenklang von Trommeln, Pfeifen und Trompeten erscholl der Mutter zum Empfang. Von des Palastes Zinnen wehten im Winde fröhlich bunte Fahnen. Aus Schalen strömte Balsamduft. Der Hofstaat stand auf den Atlanten und schwenkte Tücher durch die Luft. Die Stadt ward neuerdings geschmückt mit Laubwerk, Teppichen und Lichtern. Viel deutlicher ward den Gesichtern des Frohsinnstempel aufgedrückt, als beim gestörten Hochzeitsfeste von damals. Die verdutzte Schar des Volkes erblickte zwei Paläste, wo tags zuvor nur einer war. Zumal bestaunten sie den neuen, und laut bekannte jedermann, er müsse den Vergleich nicht scheuen, ja, steht dem alten weit voran. Inzwischen ward, weil sich der Freier ausdrücklich hatte vorbehalten, in seinem eigenen Schloss die Feier der Hochzeit glänzend zu gestalten, vom Sultan öffentlich erklärt, dass gültig nun zu Recht bestehe Prinzessin Bedrulbudurs Ehe mit dem Gemahl, der ihrer wert und dem sein Vaterherz gewogen. Auch wurde der Vertrag vollzogen mit hergebrachter Förmlichkeit. Dann leerten einen Freudenbecher die Mutter und der Fürst zu zweit. Er selber gab ihr das Geleit in der Prinzessin Wohngemächer. Dort kam in ihrem reichen Schmuck und ihrer Schönheit holden Prangen die Braut entgegen ihr gegangen, mit einem warmen Händedruck und einem Kuss auf ihre Wangen. Sie nahm bereit zur Überführung in ihres Ehegatten Schloss vom Vater Abschied. Beiden floss ein Tränenstrom herab vor Rührung, und als der Sonne letztes Blinken gewichen war dem Dämmerschein, da formte sich der Zug. Zur Linken schritt ihr die Mutter, hinterdrein die Sklavinnen und Zofen all, voran ein Trupp von Musikanten mit schmetterndem Posaunenschall, zuletzt unzähliger Trabanten, Lakaien, Pfeifer, Paukenschläger und Knappen, die als Fackelträger dem Zuge Licht zu spenden hatten. So schwebte die Gebieterin auf dem damastenen Teppich hin zum kerzenhellen Schloss des Gatten, und all das heitere Volksgewimmel entsandte wie aus einem Mund Gebet und Segenswunsch zum Himmel für einen jungen Ehebund. Ende von Kapitel 10, gelesen von Elli, Mai 2012. Kapitel 11 von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 11. Von seiner Dienerschaft umgeben, stand Aladdin am Eingangstor und führte mit beglücktem Beben die Braut zum Kuppelsaal empor. Sie war beim ersten Anblick schon entzückt von ihm, da beim Vergleiche sie fand, dass nimmer ihm der Sohn des Großwesirs das Wasser reiche. Und Aladdin, ach wer beschreibe, was er im Innersten empfand, wie nun das Traumbild seiner Liebe holdselig leibhaft vor ihm stand. Er rief, du herrlichste von allen, vor der das Tagesgestirn erbleicht, gesteh mir, ob ich nicht vielleicht verurteilt bin, dir zu missfallen. Mein Prinz, denn dieser Name scheint, versetzte sie, dir zu gebühren. Mir hat mein Vater, dich zu küren, befohlen und mich dir vereint. Des Vaters Willen sich zu fügen, ist einer guten Tochter Pflicht, doch ich vollzog sie mit Vergnügen, denn wisse, du missfällst mir nicht. Mit dieser feinen Antwort scheuchte sie seiner Sorgen letzten Rest, und nun begann ein Zauberfest, das ihr viel staunenswerter deuchte, als was daheim sie je geschaut. Die Tafeln überschwemmten Rosen, von Diamanten rings betaut. Von einer gleichfalls grenzenlosen Verschwendung zeugten die Pokale, die Schüsseln, Teller, Gabeln, Messer, sogar die Speisen waren besser als je beim kaiserlichen Mahle. Zu Flötenspiel und lautem Klang ertönte, reizend anzuhören, ein doppelstimmiger Gesang von allerliebsten Mädchenchören. Nach Schluss des Mahls erschien ein Schwarm von Tänzern und von Tänzerinnen, um einen Reigen zu beginnen. Der Schlossherr selbst bot seinen Arm der Herrin und voll Anmut schwangen nach einem alten Brauch des Lands, die Neuvermählten sich im Tanz. Die Mitternacht war längst vergangen, da sich im Schloss zu Ende neigte die Lustbarkeit. Am Tag darauf, als schon des Sonnenballs Lauf sich nahe dem Mittagsgipfel zeigte, schritt Aladdin mit einem Heere von Dienern auf dem kurzen Pfad hinüber zum Palast und bat den Schwiegervater um die Ehre, sein Schloss in Augenschein zu nehmen. Gewiss, der Sultan mochte gern zu dieser Einkehr sich bequemen und ging, begleitet von den Herren des Hofes, mit ihm dorthin zu Fuße. Das Schloss, obwohl es nun schon oft von seinem Fenster aus mit Muße betrachtet, schien ihm unverhofft noch prächtiger, als er es nah und näher jetzt vor Augen sah. Im Inneren erst vermochte kaum, er sein Entzücken zu bemeistern,
und gar der große Kuppelraum schien grenzenlos ihn zu begeistern. Er sprach zum Großvezier: Ein Wunder, wie dies habe ich nie gewahrt. Hingegen ist, bei meinem Bad, mein eigener Palast nur Plunder. Doch als er wieder heimgekehrt und manchen großen Eindruck reicher, da schlingelte der alte Schleicher vom Großvezier sich unbegehrt an ihn heran mit dem Vermerk: Wer könnte diesen Bau betrachten, erhabener, ohne ein Werk der Zauberkunst ihn zu erachten? Der Sultan drauf mit strengem Blick: Das hochzeitliche Missgeschick, das deinem Sohn so schlecht bekam, kannst du immer noch nicht verschmerzen. Bist Aladdin deswegen Gram und suchst ihn grundlos anzuschwärzen. So scheiterte die Lästerung kläglich. Der Fürst begab, sobald er wach, vielmehr von jetzt ab sich tagtäglich, gleich in sein Lieblingswohngemach, wo freien Ausblick er genoss auf seines Schwiegersohns Schloss, und ward nicht müd vom Fenster aus, ganz in Verwunderung vergraben, und Form und Schmuck des stolzen Baus das Auge stundenlang zu laben. Wer aber dächte, dass nunmehr sich Aladdin daheim verschlossen und ferngehalten vom Verkehr, der hätte gänzlich fehlgeschossen. Im Gegenteil, er ward beständig, lustwandelnd in der Stadt gesehen, ging zum Gebet in die Moscheen, tat manchen Einkauf eigenhändig, war bei den hohen Edelleuten oft zu Besuch, und jedesmal, wenn er mit einer großen Zahl betreßter Diener ausritt, streuten sie Gold umher aus vollen Händen. An seines Schlosses Pforten kam kein Bettelmann, der nicht mit Spenden vollauf beladen Abschied nahm. Auch wenn er, um der Jagd zu pflegen, ins Feld hinausstob ungehemmt, ward jedes Dorf auf seinem Wegen von einem Geldstrom überschwemmt. Kein Wunder war's, wenn der Gestalt in der berühmten Rosenwolke das Haupt umspann, und wenn er bald vergöttert ward vom ganzen Volke. Er aber wurde drum nicht eitel. Nein, zeigte dem bedrohten Staat sich von der Zehe bis zum Scheitel als echten Helden durch die Tat. Des Reiches gesamte Grenze stand in eines Aufruhrs hellem Brand. Der Feldherrn konnte keiner ihn dämpfen, bis Aladdin dem Ruf der Not gehorchend mannhaft sich erbot, auf eigene Faust ihn zu bekämpfen. Vom Herrscher an des Heeres Spitze berufen zog er in das Feld, nicht achtend Mühsal, Frost und Hitze. Bald war von ihm der Feind umstellt und wurde wie beim Hasenjagen trotz all seiner Übermacht in einer einzigen großen Schlacht zerstreut und in die Flucht geschlagen. Dann führte seine tapferen Krieger er heimwärts in Triumph, das Haupt von einem Ruhmeskranz umlaubt, und hieß nun Aladdin der Sieger. In stetem Fluss allmählich reite sich Tag an Tag und Jahr an Jahr, er aber ward es kaum gewahr an seiner schönen Gattin Seite, geliebt und liebend, hochgeachtet und doch von schlicht bescheidenem Sinn. Die Bose, die von Urbeginn das Gute zu vernichten trachtet, sollte aber nach der Gnadenfrist auch ihn mit hartem Streiche treffen. Der Zauberer, der in schnöder List ihn einst sich ausgesucht als Neffen, dann heimgewandert und seit Jahren in Afrika nun wieder saß, wollte eines Tages rein zum Spaß genaueres davon erfahren, wie Aladdin zugrund gegangen. Denn dass der Bursch aus jener Gruft nie mehr, nachdem er drin gefangen, zurückgekehrt zu Licht und Luft, war nicht im Mindesten ihm fraglich. Die Frage, die er noch gespart, galt einzig seiner Todesart. Er setzte sich darum behaglich an einen Tisch, worauf mit Sand gefüllt ein Viereck sich befand, in Schachtelform nahm einen Stift und zog damit nach Zaubererweise im Sande Linien und Kreise, nebst Lettern einer fremden Schrift. Berechnet, murmelnd, unverständlich, nach Grundsatz, Regel und Gebot geheimer Schwarzkunst brachte er endlich heraus, dass Aladdin nicht tot, nein, dass er aus der Gruft entsprungen, zum Glanz und Ruhm sich aufgeschwungen und obendrein als der Gemahl der Sultanstochter herrlich lebe. Ha, war das tückische Gewebe zerfetzt. Er wurde leichenfahl, krebsrot und wieder kreideblass, und dann vor Missgunst gelb und gelber. Wie, rief er aus in Wut und Hass, der Schatz, den mühsam für mich selber ich ausgespürt mit saurem Schweiß, in 10 jahrelangen Fleiß, der Lampe hohe Wunderkraft, ward mir zu meines Forschens Lohne von einem niedren Schneidersohne, von einem Tagedieb entrafft. Er, den vermodert ich gewähnt, darf zu schwelgen sich erfrechen, in Reichtum, den er mir entlehnt. Doch nur Geduld, ich will mich rächen. Er warf somit am selben Tag aufs Pferd sich ohne viel Besinnen und galoppierte stracks von hinnen zum Reich, das fern im Osten lag. Ende von Kapitel 11, gelesen von Elli, Juni 2012. Kapitel 12 von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12. Nachdem er auf der langen Reise sich und sein Pferd halb tot gehetzt, sich nur in kurzem Schlaf geletzt, sich nur genährt mit knapper Speise, mit kargem Trank erfrisch gelangte, der Zauberer in des Sultans Reich, und bald vor seinen Augen prangte die Hauptstadt, wo sein Schurkenstreich ihm damals glücklich war misslungen. In einem kleinen Gasthaus stieg er ab, um seinen Rachekrieg
zu fördern durch Erkundigungen. Das Wichtigste ward ihm natürlich enthüllt, bevor ein Tag verfloß, denn alle Welt sprach unwillkürlich von Aladdin und seinem Schloss. Er ließ zu dem berühmten Bau von seinem Wirt sich hingeleiten, und als er ihn von allen Seiten beschnüffelt hatte ganz genau, da wußte er, daß dem Aladdin zu einem Werk von solcher Größe nur jene Lampe Kraft verliehen. Er gab sich selber Rippenstöße vor Ärger, weil dies Meisterstück ihm völlig erst ermessen lehrte, was ihm entgangen war, und kehrte zu seinem Gasthaus dann zurück. Wo mochte wohl die Lampe stecken? Wenn ihr ein Aufbewahrungsplatz er fähig wäre zu entdecken, dann könnte den ersehnten Schatz von ihm erlisten, Raub um Raub, und von der angemaßten Zinne zurück in Schmettern in den Staub. Er nahm behend wie eine Spinne, die rastlos wühlt an ihrem Netze, das Zauberfierig wieder vor, und durch die magischen Gesetze, die mit Gekritzel er beschwor, und knifflicher Berechnungsart, ward bald und fehlbar ihm verraten, die Lampe war im Schloss verwahrt. Der Zufall der verruchten Taten oft beisteht, war auch ihm gewogen. Willkommen traf die Nachricht ihn, daß vor 3 Tagen Aladdin auf eine große Jagd gezogen und fern sei bis zum Wochenschluss. Er trat in eines Klempners Laden und sagte: Freund, es soll dein Schaden nicht sein, wenn du mir dienst. Ich muß 12 Lampen haben, nagelneu, vom blanken Kupfer. Meiner treu, erwiderte mit breitem Lachen der Klempner, denn er war erfreut, solch glänzendes Geschäft zu machen. Gleich 12, so viele habe ich heut zwar nicht auf Lager, doch bis morgen werde ich die fehlenden besorgen. Mit einem Korb am Arme kam der Zauberer wieder tags darauf, verpackte drin den ganzen Kram, gab für den abgeschlossenen Kauf weit höheren Preis als nach Verpflichtung, bewegte dann sich in der Richtung des Schlosses langsam durch die Stadt und zwang das Volk dem Ruf zu lauschen. Hört, hört, wer alte Lampen hat, kann sie hier gegen neue tauschen. Die Leute dachten allgemein, der Mensch da hat wohl einen Span, die Kinder hielten ihn zum Nahen und liefen grölend hinterdrein. Ihn aber konnte es nicht beirren, er ließ im Korb die Lampen klirren und wiederholte 100-mal aus Leibeskräften sein Gekrähe, bis in des Schlosses nächster Nähe. In ihrem großen Kuppelsaal saß Bedrulbudur, das Gehöhne der Kinder und die schrillen Töne des Rufers drangen auch zu ihr, und einer Sklavin aufzutragen, gebot er drum die Wissbegier, sie möge hinuntergehen und fragen, was dieser wüste Lärm bedeute. Die Sklavin ging und lachte hell, da sie zurückkam. Der Gesell, der umringt wird von der Meute, ist ohne Zweifel gänzlich toll. Sein Tragekorb ist von einem Haufen der schönsten neuen Lampen voll, aber er will sie nicht verkaufen, nein, will sie tauschen gegen alte. Auch der Prinzessin Lachen schallte nun laut und klang im Echo nach, bis eine andere Sklavin sprach: Vergib mir, Herrin, doch ich finde, dass sich's um alte Lampen dreht und gleich hier neben auf dem Spinde zufällig eine solche steht. So könnte man, wenn's dir beliebt, erproben, ob der Kerl tatsächlich für diese da, die schon gebrechlich und seine nagelneue gibt. Dem stimmte die Prinzessin zu. Klang dir im Inneren keine Warnung, o Bedrulbudur? Ahntest du nicht schmählichen Betrugsumgarnung? Die Wunderlampe war's, die dort unscheinbar stand seit ein paar Tagen, weil Aladdin, der immerfort sie sonst mit sich herumgetragen, aus Furcht, sie könnte in Wald und Feld verloren gehen, nicht auf die Jagd sie mitgenommen. Wer nun fragt, warum auf Spinde sie gestellt, anstatt sie sorgsam einzuschließen, den darf die Antwort nicht verdrießen, dass hin und wieder ein Versehen wohl jedem unterläuft im Leben, und dass die Allerklügsten eben den dümmsten Fehler oft begehen. Die Sklavin nahm die Lampe, trug zum Zauberer hurtig sie hinunter, hielt sie ihm hin und sagte munter: Wenn diese da dir alt genug, gib eine neue mir zum Tausche. Zugreifend voll Begier verschlang er mit den Augen seinen Fang, in schlecht verhehltem Freudenrausche, dann ließ er unter das Kleid sie wandern, den Korb jedoch mit den 12 anderen, wies er der Sklavin vor zur Wahl. Sie wählte lächelnd, und die Rotte begoss ihn mit vermehrtem Spotte. Doch er, geschmeidig wie ein Aal, entkam durch eine Seitengasse, ließ dort, sobald in dieser Schilch, geborgen vor der Masse, den angefüllten Korb im Stich, und lief davon, sein Gasthaus meidend. Was lag ihm noch an seinem Pferd? Was lag am anderen Geldes wert? Jetzt war nur eins für ihn entscheidend. Nachdem er eine halbe Meile vom Statter endlich Halt gemacht, beschloss er noch eine Weile, sich zu gedulden, bis die Nacht ihm Schutz vor Überrumpelung böte. Erst als im Westen sich verlor der letzte Schein der Abendröte, zog er die Lampe sacht hervor und rieb sie. Was ist dein Begehr? So rief im nächsten Augenblicke der Geist an Länge, Breite, Dicke, 5-mal so massig wie ein Bär. Die Lampe macht es mir zur Pflicht, dass ich gehorsam dich bediene. Der Zauberer sprach mit Siegermiene: Du sollst das Schloss, das jener Wicht von dir sich hat erbauen lassen, mit seinen sämtlichen Insassen und mir zugleich alsdann
von da vertragen, durch des Äthers Willen, und an dem Punkt in Afrika, wo ich daheim bin, niederstellen. Gehorsam seinem neuen Meister vollzog der Geist noch in der Nacht mit Hilfe seiner Nebengeister den Auftrag. Zeitig aufgewacht, begab der Sultan sich wie täglich zum Fenster, um in froher Schau zu mustern den erhabenen Bau. Sein Staunen aber war unsäglich, als er den leeren Platz erblickte, vom Schloss dagegen keine Spur. Er rieb die Augen sich und zwickte sich in den Arm, dies konnte nur entweder Trugsinn oder Traum. Doch welche Vorsicht er auch übte, die Sonne schien kein Wölkchen trübte, den Himmel bis zum fernsten Saum. Unzweifelhaft, er träumte nicht. Mit steifem, starrem Angesicht stand er und stand wie angewurzelt und murmelte: Das Schloss ist fort, so viel steht fest. Wär's eingepurzelt, so liegen doch die Trümmer dort. Der Kuckuck weiß, was hier geschehen. Zum Schluss, wie stets in schweren Fällen, ließ er dem Großvezier bestellen, er wünsche, schleunigst ihn zu sehen. Der Großvezier kam angerannt, der Sultan fasste seine Hand, zog ihn zum Fenster hin und fragte, voll Spannung: Wirst du was gewahr? Vom Schloss, das gestern hier noch ragte. Mich fobt, so scheint's mein Augenpaar. Der Großvezier war höchst betroffen, jedoch er sammelte sich bald. Herr, sprach er, liegt nunmehr nicht offen, was mir schon längst für sicher galt, wenngleich du mir nicht beigepflichtet. Das Schloss, ich wiederhole es frei, so schnell verschwunden wie errichtet. Es war ein Werk der Zauberei. Der Sultan, der dem Lästerwort nicht mehr zu widerstehen vermochte, ward kirschenrot im Gesicht, er kochte, vor Zorn und fluchte, Pest und Mord. Ein Gauner, listig und verlogen, hat an der Nase mich gezogen. Wo ist der Schurk, der das gewagt? Noch heute soll sein Blut verschäumen. Darauf jener: Herr, lass uns nur säumen, bis er zurückkehrt von der Jagd. Nichts da, das wäre zu viel Schonung, entgegnete der Sultan wild. Vom Henker werd ihm die Belohnung, mit der man Hochverrat vergilt. Geh, schick ihm 30 Reiter nach, die sollen unterwegs ihn greifen, verhaften und mit Schimpf und Schmach gefesselt vor mein Antlitz schleifen. Ende von Kapitel 12. Kapitel 13 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13. Auf seinem Rückweg nach der Stadt, begriffen, ahnungslos und heiter, traf Aladdin die 30 Reiter. Ihr Hauptmann grüßte höflich glatt, und er, von Heimweh schon beschwingt und in der Meinung, jene wären vorausgesandt zu seinen Ehren, sah sich mit einem Schlag umringt. Mit Zimt, mein Prinz, dich aufzuklären, begann der Hauptmann, doch ein Sprecher, der Unheil meldet, spricht nicht gern. Uns ward vom Sultan, unserem Herrn, befohlen, dich als Staatsverbrecher in Haft zu nehmen und gefangen zu führen vor sein Angesicht. Sag nur, was habe ich denn begangen? Rief Aladdin mit heißen Wangen. Drauf jener: Prinz, das weiß ich nicht. Wohlan, da habt ihr mich, vollzieht, was eures Amtes, ich folg euch willig, ist's auch gewiss nicht recht und billig, was unverschuldet mir geschieht. Er ward vom Pferd geholt an Armen und Hals mit Ketten fest umschnürt und so zum Schrecken und Erbarmen des Volkes in die Stadt geführt. Der Liebling aller war in Not, man wußte nicht aus welchem Grunde, sah nur ihn von Gefahr bedroht und wollte drum zum raschen Bunde vereinigt in die Freiheit schaffen. Ein Teil ergriff metallne Waffen, ein anderer Steine, Knüttler, Stangen, den Reitern sperrend Weg und Raum, mit ihrem Häftling konnten kaum sie bis in den Palast gelangen. Der Sultan, der bereits sehr nahen erwartet hatte vom Altan, befahl dem Henker allsogleich, den Schädlichen, der sein Vertrauen getäuscht mit einem Streich, das Frevelhaupt herabzuhauen. Es ward ihm keine Frist verliehen, sich durch Verteidigung zu retten. Der Henker hieß, nachdem die Ketten ihm abgestreift, ihn niederknien, band ihm sodann die Augen zu, erhob das Richterschwert wie befohlen, um auf des Herrschers Wink im Nu zum Streich gewaltig auszuholen. Da, was ist das, was dröhnt und gellt, was schwillt und wirbelt brandend brausend, vom Volke haben viele tausend im Aufruhr den Palast umstellt. Man reißt und rüttelt an den Mauern, man bricht aus ihnen Stein um Stein, und lange kann es nicht mehr dauern, da stürzen sie zertrümmert ein und alle Tore klaffen splitternd. O Herr, bedenk, so wendet zitternd zum Sultan sich der Großvezier. Schau hin, wie meuterische Horden, vollständig zügellos geworden, gleich einem grimmen Riesentier sich gegen deine Mauern türmen. Der Mensch hat auch dein Volk behext, und wenn du diesen Spruch vollstreckst, dann wird es den Palast erstürmen. Der Sultan fuhr erschreckt zusammen. Er merkte wohl, dass durch den Tod Prinz Aladdins das Reich in Flammen auflodern würde. Drum gebot er dem verblüfften Henker knapp, vom Streiche das Leben ihm zu lassen. Der nahm die Binde von ihm ab, und den erregten Menschenmassen ward mit Trompetenstoß verkündigt,
der Sultan habe kurz und gut, wie sehr auch Aladdin gesündigt, ihn zu begnadigen geruht. Dies Wort voll Beifallslärm umtönt, goss Öl in die erzürnten Wogen, die sämtliche Empörer zogen, nach Haus beschwichtigt und versöhnt. Doch Aladdin, als er befreit sich sah, hob zum Altar die Hände. Herr, bat er flehentlich, vollende die Gnade, die du mir geweiht, und sage mir, durch welch Verbrechen verdient ich solchen Strafgericht. Ey, willst du dich noch gar erfrechen, zu tun, als wüsstest du das nicht? Komm, rief der Sultan, komm hierher, dein stolzes Schloss, wo mag es liegen, zeig's mir, nicht finden kann ich's mehr. Als Aladdin emporgestiegen, ließ er ihn durchs Fenster blicken und fragte barsch, was siehst du da? Der Ärmste glaubte zu ersticken, als er die leere Stelle sah. Versteinert, reglos blieb er stehen, war nicht imstande, sich zu sammeln, geschweige denn, ein Wort zu stammeln. Nun sprich, kannst du dein Schloss erspähen? So forschte jener streng und hart. Bekenne, wo es hingekommen und was aus meiner Tochter ward. Mein Fürst, sprach Aladdin beklommen, obgleich ich selbst nicht ahnen kann, was mittlerweile sich hier begeben, so schwör ich dir bei meinem Leben, ich habe keinen Teil daran. Der Sultan schrie, du Strolch, mitnichten entschuldigst du den Bubenstück. Gern will ich auf das Schloss verzichten, jedoch mein Kind gib mir zurück. Sonst lass ich meinem Wort zum Trotz dir deinen Kopf herunterschlagen, als wär der ein Tannenklotz. Herr, eine Frist von 40 Tagen gewähre mir, bat Aladdin. Ich werde, sollte es mir misslingen, verlornes wieder zu erringen, mich meiner Strafe nicht entziehen. Der Sultan sagte, wohl, so sei's, ich will dir diese Frist vergönnen. Du würdest doch um keinen Preis dem Rächerarm entrinnen können. Bekümmert mit gesenktem Haupt schlich Aladdin wie ausgestoßen von dannen und dieselben Großen, an deren Freundschaft er geglaubt, die gestern noch ihm auf den Fuß gefolgt, um sich vor ihm zu bücken, vermieden heute seinen Gruß und kehrten lieblos ihm den Rücken. Was konnte er tun, wohin sich wenden? Er lief im Kopfe wirr und kraus umher, die Stadt von Haus zu Haus, von Tür zu Tür nach allen Enden, durchwandernd, ohne zu verstehen, in welcher Absicht, fragte jeden mit abgerissen ihren Reden, ob irgendwer sein Schloss gesehen. Gar manche wurden übermannt vom Mitleid, andere wieder lachten ihn aus, vermutlich weil sie dachten, er sei nicht richtig bei Verstand. Nachdem er so mit müdem Blick 3 Tage lang herumgeschlendert, wollte in der Stadt, wo sein Geschick sich so bejammernswert geändert, er nicht mehr weilen, sondern rollte sich ohne Plan hinaus aufs Feld. Unendlich lag vor ihm die Welt, nun wusste nicht, wohin er sollte. Weh mir, ich war zu bettelarm, dass ich mein traurig Los verfluche, so rief er aus in bitterem Harm. Wenn ich den Erdkreis auch durchsuche, beharrlich pilgernd Jahr um Jahr, wo finde ich die Geliebte wieder? Weil besser, dass die Augenlider der Tod mir schließt auf immer da. Er näherte sich einem Fluss und wollt, um seine Qual zu kürzen, sich mit verzweifeltem Entschluss kopfüber in die Fluten stürzen. Es war am Sonnenuntergang, der Feuerball mit letztem Blinken schien ihm den Abschiedsgruß zu winken, ein Ruck, ein Anlauf und er sprang. Das Ufer war an dieser Stelle besonders steil und sein Rand umschloss ein kahles Felsenband in rau zerklüftetem Gefälle, so daß der lebensmüde Springer an einem Felsenstücke hängen blieb und jener Ring, den er am Finger noch immer trug, daran sich rieb. Das war sein Glück, denn alsobald, wie aus dem Wasserdunst verdichtet, stand mächtig vor ihm aufgerichtet desselben Geistes Schreckgestalt, der einst ihm in der Gruft erschienen, und rief, ich bin des Ringes Knecht, mir zu gebieten ist dein Recht, sag an, womit kann ich dir dienen? Darauf Aladdin, o Geister, rette zum zweiten Male mich vom Tod und bring, bevor der Morgen loht, mein Schloss zurück zur alten Stätte. Der Geist versetzte, dies Gebot verträgt sich nicht mit meinem Walten, ich diene nur dem Ring, du musst dich an den Geisterland behalten. Nun wohl, jedoch wenn dir bewusst, wo sich zur Zeit mein Schloss befindet, sprach Aladdin, befehl ich dir, Kraft dieses Ringes, der dich bindet, befördere mich sogleich von hier, gradaus zu seinem neuen Platz. Kaum ausgesprochen war der Satz, da trug beflügelt ihn der Riese nach Afrika zu jenem Ort, wo nun inmitten einer Wiese das Bauwerk stand und setzte dort ihn sämtlich nieder auf das Gras. Zwar blieb es Aladdin verborgen, dass er im Inneren Afrikas gelandet war, doch er genas von allen Martern, allen Sorgen, als er den wohlbekannten Bau trotz dunkler Nacht im Sternenschimmer gewahrte. Ja, sogar die Zimmer dicht vor sich sah, die seiner Frau zur Wohnung dienten, und sie schlief wahrscheinlich dort schon fest und tief. Um Lärm und Aufsehen zu vermeiden, hielt er gewaltsam sich zurück, wie schwer es auch war, so nah dem Glück, bis morgen früh sich zu bescheiden. Er streckte von der langen Pein, ermattet, unter einer Palme sich aus zum Schlummer, und die Halme des Grases wiegten mild ihn ein.
Ende von Kapitel 13, gelesen von Elli, Juli 2012. Kapitel 14 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14. Erweckt von süßen Vogelliedern, hob er sich mit gestählten Gliedern vom Lager zeitig und gelenkt von Sehnsucht viel zu seiner Freude, sein erster Blick auf das Gebäude, das ihm erschien wie neu geschenkt. Auch die Prinzessin, die vor Kummer und tausend Ängsten Nacht für Nacht in all der Zeit nur wenig Schlummer gefunden hatte, war erwacht. Wer aber schildert ihre Wonne, da vor dem Fenster sich im Strahl der eben aufgegangenen Sonne leibhaftig vorfand ihr Gemahl. Erst wechselten sie hundertfach Kusshände, Grüße, Flüsterworte, dann schlich durch eine kleine Pforte verstohlen er in ihr Gemach. Versteht sich, dass die Neuvereinten sich herzten, sich im Überschwang umschlungen hielten endlos lang und heiße Freudentränen weinten in ihres Wiedersehens Rausch. Zuletzt indessen unterbrach der Zärtlichkeiten holden Tausch bedeutsam Aladdin und sprach: Vergib mir, mein geliebtes Weib, ich muß, ehe wir einander klagen, was wir erlebt in diesen Tagen, vor allem dich nach dem Verbleib der unscheinbaren Lampe fragen, die, während ich zur Jagd gezogen, im Saale stand auf einem Spind. Ach, seufzte sie, sei nur gelind, ich selber wurde ja betrogen, längst ahnt mir, daß uns ihretwegen ereilte dieser Schicksalsschlag. Drauf Aladdin, daß sie zu hegen, ich töricht unterlassen, lag die Schuld an mir, doch jetzt erwägen wir besser, was den Schaden hält. Drum sag mir, wo sie hingeraten. Sobald sie diese mitgeteilt, rief er: Ich rieche nun den Braten. Den Händler kenn ich. Dieser Schuft, schon einmal wollte mich vernichten. Sie fuhr dann fort, ihm zu berichten, wie nachts unmerklich durch die Luft entführt, sie morgens beim Erwachen sich hier in diesem fremden Land befunden, Afrika genannt, und wie der Kerl mit frechem Lachen sich ihr als Schlossherrn vorgestellt. Drauf Aladdin mit Zornesfunken im Auge, solchen Erzhalunken hat nie zuvor gesehen die Welt. Sprich, hast du nicht vielleicht erfahren, wo er die Lampe hält versteckt? Sie gab zur Antwort: Wohlgewahren konnte ich, dass unterm Kleid verdeckt er sie beständig bei sich trägt. Denn seit ich hier bin, kommt er täglich zu längerem Besuch und legt es darauf ab, mich unerträglich mit ekler Huldigung zu quälen. Ja, mehr noch, er verlangte dreist, ich solle zum Gemahl ihn wählen, weil du nicht mehr am Leben seist. Mein Vater habe dir im Zorn den Kopf herunterschlagen lassen. Dies Lied begann er stets von vorn, obwohl ich glühend ihn zu hassen beteuerte. Der eitle Wahn erfüllt ihn, dass ich auf die Dauer nicht widerstehe, wenn die Trauer um dich allmählich abgetan. So habe ich stets vor seiner List und seiner Schlechtigkeit gezittert, bis heute, wo du bei mir bist. Im Soll rief Aladdin erbittert: Was anderes blühen als er meint, sei nur getrost. Von diesem bösen, ruchlosen, ränkevollen Feind werde ich uns hoffentlich erlösen. Was auch geschieht, mit Zuversicht vertraue mir bis zur Entscheidung, und siehst du später in Verkleidung mich wiederkehren, staune nicht. Sobald er seines Schlosses Mauern verlassen, ging er querfeldein und traf in einem Palmenhain nach kurzer Wanderung einen Bauern. Er fragte diesen nach dem Wege zur nächsten Stadt und ob sein Kleid mit ihm zu wechseln er bereit. Der Bauer war durchaus nicht träge für dieses fremden reiche Tracht, sein schäbig Zeug daran zu setzen, und Aladdin, nachdem er sacht geschlüpft war in die alten Fetzen, schritt auf den ihm beschriebenen Pfaden der Stadt entgegen, kam hinein und fragte in einem Krämerladen, ob ein gewisses Pülverlein zu haben sei. Der Krämer nickte, betonte nur, weil das geflickte Gewand des Käufers ein Beweis der Armut schien, den hohen Preis. Doch als der Fremde, nicht verlegen, ein Goldstück aus dem Beutel zog, brachte das Pulver ihm und wog ein Lot ihm ab. Auf gleichen Wegen kam Aladdin ins Schloss zurück und sprach zu seiner Gattin: Höre, notwendig für mein Wagestück ist mir dein Beistand, ich beschwöre dich drum, befolge meinen Rat, wirf dich in deinen schönsten Staat, schmück mit Geschmeide dich und Spangen, um den Entführer, wenn er naht, mit wärmsten Grüßen zu empfangen. Damit kein Arg von ihm beirrt, stell dich, als ob du mich vergessen, wenn's dir auch noch so sauer wird, und lad ihn ein zum Abendessen. Sobald er dann mit dir in frecher Behaglichkeit bei Tische sitzt, lass ihm kredenzen einen Becher, gefüllt mit Wein, in dem verschmitzt, vorher dies Pulver du gestreut, und bitt ihn höflich, dir zu Ehren, in einem Zug ihn auszuleeren. Von dieser Bitte hoch erfreut, wird er den Wein hinuntertrinken und leblos auf den Boden sinken, bevor er noch den Trunk bereut. Wenn dieses Spiel auch recht verfänglich ihr vorkam, so versprach sie fest, sie werde tun, was unumgänglich. Er barg sich für des Tages Rest in einem abgelegenen Flügel des Schlosses. Als die fernen Hügel die Dämmerung mit ihrem grauen Gewebe langsam überspann,
rief Bedrulbudur die Frauen, mit deren Beistand sie begann, aufs Wunderbarste sich zu schmücken. Voll Sorgfalt ward ein herrlich Kleid ihr angelegt und zum Entzücken verziert mit flimmerndem Geschmeid. Ihr Gürtel, ihre Spangen waren, gleichwie der Reif in ihrem Haar, mit Diamanten dicht besetzt, und um den Hals die Perlenkette, welch noch so große Fürstin hätte, sich glücklich nicht mit ihr geschätzt. Sie sah, nachdem der Putz vollendet, ihr Bild in einem Spiegel an und dachte sich, wo lebt der Mann, der nicht von so viel Reiz geblendet von mir die Waffen müsste strecken. Sie stieg herauf zum Kuppelsaal empor, worin schon für das Mal ein Tischlein stand mit zwei Gedecken. Sie hatte noch nicht lang geharrt, als pünktlich zur gewohnten Stunde der Zauberer eintrat und erstarrt von so viel reichem Schmuck im Bunde mit so viel Schönheit stehen blieb. Sie schritt holdselig ihm entgegen, als wäre sein Besuch ihr lieb, und tat, als ob nur seinetwegen sie so verlockend sich und prächtig gekleidet. Zögernd nahm er Platz, noch immer keines Wortes mächtig. »Freund, sollte dich der Gegensatz in meiner Stimmung Wunder nehmen«, begann sie lächelnd, »so vernimm, ich mag mich jetzt nicht länger grämen, denn das durch meines Vaters Grimm, mein Gatte seinen Tod gefunden, davon hast du mich überzeugt. Gesetzt auch, dass ich tief gebeugt, mit unheilbaren Herzenswunden, wie klagen wollt um ihn beständig, er würde doch nicht mehr lebendig. Ich gönne ihm seine Grabesrast, und weil sich meine Fesseln lösten, bin ich entschlossen, mich zu trösten, und lade dich bei mir zu Gast.« Der Zauberer bildete frohlockend sich ein, gewonnen sei das Spiel, sah sich im Geiste schon am Ziel des kühnsten Wunsches, dankte stockend und setzte sich mit ihr zu Tisch. Und wie dort zu ihm verführerisch und ihre Blicke sich erhoben, da schien es ihm unzweifelhaft, sie habe sich in ihn vergafft und wollte sich mit ihm verloben. Ein üppig Mahl ward aufgetragen und eine Sklavin reichte Wein. Selbst schenkte die Prinzessin ein, goss unbemerkbar ohne Zagen das Pulver in des Gastes Becher und sprach, »Willst du mir frohen Mut bereiten, denn als wackerer Zecher trink auf mein Wohl dies Rebenblut. Ja, du Geliebte, du Verehrte, dies auf dein Wohl und unseren Bund.« So rief er hochbeglückt und leerte den Becher aus bis auf den Grund. Nach einem letzten kurzen Schnaufen fiel er bewusstlos rücklings hin. Geholt von einer Dienerin kam Aladdin herbeigelaufen. Als Bedrulbudur ihn umschlang, sprach er, »Begib dich auf dein Zimmer, denn mancherlei bleibt mir noch immer zu tun, obwohl dir dies gelang.« Nachdem sie sich entfernt verlor, er keine Zeit, er riss der Leiche das Kleid auf, zog die wunderreiche, geraubte Lampe draus hervor, ließ das entzählte Jammerbild fortschaffen von zwei starken Knechten, hinaus ins nächtige Gefild, damit die Geier sein gedächten, wenn sie es gelüstete nach Speise, berief dann in gewohnter Weise den Geist und sagte, bring sofort mein Schloss an seine alte Stelle. Noch nicht vollendet war das Wort, als schon der Geist in Windeseile mit fast unmerklichem Vollzug das Bauwerk durch die Lüfte trug. Ende von Kapitel 14. Kapitel 15 von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15. Der Sultan, der bis jetzt unendlich um seine Tochter sich gegrämt, war vor Verwunderung wie gelähmt, als morgens breit und gegenständlich, zurückgekehrt zum alten Platz, das Schloss zu ihm herübergrüßte. Der Anblick bot ihm für verbüßte Betrübnis reichlichen Ersatz. Er ließ ein Pferd sich satteln, trabte, zum Schloss verfügte sich geschwind, zu seinem lang entbehrten Kind, und ihre Zärtlichkeit erlabte sein Vaterherz. Dann wollte er wissen, welch unglückselige Verkettung sie damals plötzlich ihm entrissen und welchem Umstand ihre Rettung zu danken sei. Mit knappen Strichen erzählte sie vom fürchterlichen Schwarzkünstler, der durch Zaubermacht sie mit dem Schloss entführt bei Nacht. Wie von dem Schändlichen bedrückt, sie schon geglaubt ihm zu erliegen, bis ihrem Gatten es geglückt, List gegen List ihm ob zu siegen. Ihr Vater war damit zufrieden. Und als nunmehr auch Aladdin ins Zimmer kam, da zog er ihn an seine Brust und sprach, »Hienieden, ist man dem Irrtum ausgesetzt, vergib mir, wenn aus Übereilung, mein Sohn, ich blindlings dich verletzt. Du brachtest mir ein Schmerzenheilung, indem du mir mein Kind befreit und sie behütet hast vor Schande. Dies danke ich dir für alle Zeit. Gefeiert ward im ganzen Lande die Wiederkehr des jungen Paars. Ihr Glück verdüsterte kein Schatten, doch nicht die letzte Prüfung war's, die beide zu bestehen hatten. Der Zauberer nämlich, der ein Leben von großer Zähigkeit besaß, war durch das Pulver aus dem Fraß der Geiermann im Übergeben in Wahrheit nur betäubt gewesen, von seinem Scheintod aufgewacht, am nächsten Tag und bald genesen. Er schwor von Racheglut entfacht und vollgepfropft mit Gift und Geifer, er wolle vor Vergeltungseifer nicht rasten fürder und nicht rosten, und drum begann zum dritten Mal,
er schleunigst über Berg und Tal die Reise nach dem fernen Osten. Nach einem ganzen Wanderjahr, voll Mühe, Drangsal und Gefahr, kaum in der Hauptstadt angekommen, war er nach einem neuen Kniff, Umschau zu halten, im Begriff. Er hörte dort von einer frommen, betagten Wundertäterin erzählen, die Fatme hieß, und sich mit schlicht erhabenem Sinn der stillen Andacht überließ in einer abgeschiedenen Klause. Durch Gassen, die man ihm beschrieb, schlich zu ihrem kleinen Hause, bei dunkler Nachtzeit wie ein Dieb, drang in ihr ärmlich Zimmer, weckte, mit Rom schüttelnde erschreckte, hielt er ein Dolch vor ihr und sprach: Du sollst in Zelt zugleich erblassen, kommst du nicht meiner Vorschrift nach. Sie mußt ihm ihre Kleider lassen, so wie dein Schleier und die Haube, nebst dem geweihten Rosenkranz. Obwohl dem Räuber sie sich ganz willfährig zeigte, ja zum Raube, hilfreich sogar die Hand im Boot, stach er sie vorsichtshalber tot. Sodann vor dem Spiegel schor, den bat sich weg der Halsabschneider, warf sich in seines Opfers Kleider, und als die Sonne stieg empor, trat verschleiert auf die Gasse. Der eine sprach zum anderen: Schau, dort geht einher die fromme Frau. Und eine große Menschenmasse umgab ihn rings voll Dankgefühl und folgte, Segenswünsche hegend, ihm nach bis des Schlosses Gegend. Als die Prinzessin das Gewühl vom Kuppelsaal herunterlugend wahrnahm und obendrein erfuhr, dass all das bunte Volk der Spur Fatimens folgte, deren Tugend und Heiligkeit ihr längst bekannt, als der Verehrung gegenstand und als das Vorbild frommer Sitten, da dachte sie, dass ihr gezieme, die Frau zu sich heraufzubitten. Zu der vermeintlichen Fatime kam eine Botin sie zu holen. Der Zauberer, nicht an seinem Sieg mehr zweifelnd, schmunzelte verstohlen, als er mit ihr den Saal erstieg und fing, nachdem er ihn betreten, mit solcher Inbrunst anzubeten, dass die Prinzessin sich verneigte, voll Ehrerbietung, da der Schlimme sie ansprach mit verstellter Stimme, so wie hinter vielen Schleiern zeigte sein glattgeschorenes Gesicht, erkannte ihn betrübt oder nicht, und sprach: Lass mich die Gunst begehren, Fatime, dass du dauernd weilst an unserem Herd und gute Lehren zum frommen Wandel mir erteilst. Der abgefeimte Tückebold erklärte gern sich einverstanden, das war es ja, was er gewollt. Ein stilles Zimmer ist vorhanden, im Schloss fuhr die Prinzessin fort, mit ihrer gläubigen Betonung, und deiner Andacht wirst du dort obliegen können ohne Störung. Erst aber mögest du mir ehrlich gestehen, wie dir das Schloss gefällt. Der Zauberer gab zur Antwort: Schwerlich ist seinesgleichen auf der Welt, und dennoch trotz der Raumverschwendung und dem Geschmack der Farbenwahl bedrückt mich, dass in diesem Saal noch etwas mangelt zur Vollendung. Was ist es? Scheinbar auf ihr Drängen erwiderte der Schuft: Verzeih, von dieser Kuppel müsste ein Ei des Vogels Roch herunterhängen. Sie fragte, wo man das wohl fände. Der Zauberer drauf, gewaltig groß, ist dieser Roch und Niste bloß auf spitzen schroffer Bergeswände. Sie dankte für den Rat und führte die falsche Heilige noch immer nichts ahnend selber auf ihr Zimmer. Zum Saal zurückgekehrt verspürte nun die Prinzessin an der Angel des Zauberers Haft in jenem Mangel, den nie zuvor sie wahrgenommen. Als Aladdin von einem Ritt heimkommend ihr entgegenschritt, war sie so verwunderlich beklommen, dass er sie fragte nach dem Grund. Sie mußt ihm ihr Gelüst enthüllen, und er, sobald ihr Wunsch ihm kund, gab ihr sein Wort, ihn zu erfüllen. Er ging alsbald in sein Gemach und rieb die Lampe, die verschlossen, jetzt stand in einem sicheren Fach. Nachdem der Geist emporgeschossen, sprach er: Dich wiederum zu sputen, befehle ich dir, es fehlt uns noch im Saal das Ei des Vogels Roch. Verschaff mir's binnen 3 Minuten. Kaum war das Wort entflohen, da fing der Geist so furchtbar an zu dröhnen, zu schreien, zu wimmern und zu stöhnen, das Hören ihm und Sehen verging und zitternd er zu Boden sank. Elender, brüllte mit Gepolter der Riese, spannst du mich zum Dank für meinen Frondienst auf die Folter. Befiehl, ich soll auf meinen Schwingen als Deckenschmuck für seinen Saal dir meinen eigenen Vater bringen. Sei froh, wenn nicht mein Donnerstrahl dich und dein Schloss zur Asche wandelt. Ich weiß, zu deinem Glück du hast nicht aus dir selbst so gehandelt. Dein Todfeind weilt dir zu Gast, er ward nicht von dir umgebracht. Nein, kam ins Land, um sich zu rächen, ergatterte durch ein Verbrechen der heiligen Fatime Tracht, und deine Frau von ihm umgarnt trieb zu dem schändlichen Befehle dich arglos an. Drum sei gewarnt, er will dir Mäuglings an die Kehle. Sprach's und verschwand, sofort verfügte sich Aladdin zurück zum Saal, wo seine Gattin sich vergnügte mit einem Beispiel und befahl, man möge ihm gleich Fatime holen. Sei mir gegrüßt, rief Aladdin, als der vermummte Feind erschien, denn warm hat man dich mir empfohlen, gib, fromme Frau, mir deinen Segen. Der Zauberer kam ihm sacht entgegen. Und als er bemerkte, wie der Strolch ein Messer unter seinem Kleide heimlich herauszog aus der Scheide, schnell griff er seinen eigenen Dolch und bohrte dessen scharfes Erz dem Schurken mitten in das Herz. Von seinem Blute ward im Saal der Boden ringsumher gerötet.
»Weh, was begingst du, mein Gemahl? Du hast die Heilige getötet«, schrie Bedrulbudur sich verfärbend. Er aber sprach voll Seelenruh: »Nein, liebe Gattin, komm herzu. Hätte ich gesäumt, so läge sterbend ich selber hier, denn dieser Tote bekam den Lohn, der ihm gebührt. Erkenne ihn, der dich einst entführt und jetzt mit Meuchelmord mir drohte.« So hatte glücklich unser Held sich des Verfolgers nun entledigt, der ihm beharrlich nachgestellt und ward vom Schicksal reich entschädigt für allen ausgestandenen Harm. In der geliebten Tochter arm entschlief im hohen Greisenalter der Sultan, und sein Schwiegersohn mit seiner Frau stieg als Verwalter des weiten Reiches auf den Thron. Sie herrschten als beglückte Leute, umringt von Kind und Kindeskind, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie gewiss noch heute. Ende von Kapitel 15. Ende von Aladdin, die Wunderlampe, von Ludwig Fulda. Gelesen von Elli. August 2012.